Ja, Rainer. Es ist halb. Rainer. Ist das so? Rainer, es ist halb. Ja. 2 Uhr, 3, jetzt ist 31. 8 Uhr 31 bei euch im Heimatland. Ist das so? Weißt du was, ich habe den Stream schon gestartet. Ja, das ist gut. Ich weiß ja nicht, wie spät das bei euch ist im Münsterland, aber in Deutschland ist es 20.31 Uhr. Bei uns ist es auch 20.31 Uhr. Aber wie du richtig festgestellt hast, habe ich 20.30 Uhr den Stream gestartet und somit sind wir pünktlich hier zum Schalker Dreisel versammelt. Und falls ihr euch wundert, wo der Francesco steckt heute, der kommt später. Der kommt gleich noch rein. Ne? Das ist einfach die. Man noch die Pizzerien ab, Geld eintreiben. Ja, genau. Wir wollen ja nicht irgendwelche Vorurteile jetzt hier irgendwie rausballern, aber das mit der Pünktlichkeit, also das ist ja jetzt auch nicht unbedingt die italienische Tugend. Das ist richtig. Das ist richtig. Ne? Das ist richtig. Die ersten Stiche sind schon gesetzt. Ich hatte mal eine italienische Freundin, die ist auch nie gekommen, wenn sie sollte. Oh Gott. Jawohl. Und das jawohl. Schönen guten Tag. Tete, tete. So, Glück auf, Leute. Moin. Einmal in den Chat. Schön, dass ihr mit am Start seid. Sehr, sehr geil. Heute sprechen wir wieder über unser aller Lieblingsclub, über den FC Schalke 04. Ich weiß nicht, ob ihr damit gerechnet habt. Vielleicht. Auf jeden Fall sprechen wir natürlich heute auch über das Spiel gegen Hansa Rostock, über den Rauswurf von Dimitrios Gramotzis und über Mike Büskens als neuen Trainer auf Schalke. Ne? Andreas, ja. Das haben wir alle vor. Was machen die mit uns? Jetzt haben wir so viele Sachen, über die wir reden müssen. Schrecklich, ne? Ja. So, Andreas, hau mal raus. Wir fangen mal wie immer an mit dem Spiel. Was war so deine Gedanken darüber? Meine Gedanken darüber waren, also erstmal, fangen wir mal mit dem Erfreulichen an oder mit dem Schlechten. Was war ein Schlechtes? Was war das für eine Abwehr? Mhm. Hat Dimitri Gramotzis denen gesagt, die sollen bloß nicht nach hinten rennen, wenn irgendwas passiert? Mhm. Oder hat er es nach 20 Minuten nicht gemerkt gehabt, da irgendwas läuft falsch, wir müssen die Leute hinten stehen lassen, nicht zu weit aufrücken? Ich weiß es nicht. Ich gebe da aber nicht dem Trainer die Schuld, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es sei doch, nee, ich weiß es nicht. Machen denn die Fußballspieler nur exakt das, was man ihnen sagt? Oder sehen die auch, oh, die überrennen uns. Vielleicht sollte ich meinen Arsch mal schneller nach hinten bewegen. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Von mir aus, jetzt Gramotzis ist weg, geben wir ihm die Schuld. Ist am einfachsten. Okay, dann hat er denen das gesagt. Durm, absolut geil. Ich verstehe die Leute nicht, die sagen, ja, aber ohne Tirotto, ist egal. Der macht seinen Job. Und zwar ja, ist echt so. Wir sind total berechenbar. Okay, wenn wir so berechenbar sind, dass wir im Spiel vorne 3 Tore machen, bin ich sehr gerne berechenbar. Also es ist mir völlig egal. Der Trainer von Hansa Rostock hat das so geil gesagt. Er meinte, ey, da bereitest du dich eine Woche darauf vor, Terodde zu verteidigen. Du weißt ganz genau, wie die Bälle kommen. Ne? Nämlich von der linken Seite kommen die rein und Terodde verwandelt die Dinger dann und du bereitest dich eine Woche drauf vor und du kriegst 3 Dinger nach dem gleichen Schema. Alle von links mit der Flanke und Terodde mit Kopfball rein. So geil. Wirklich. Ja. Oder sie haben sich vertan, haben die erste Chance von Piringer gesehen und haben gesagt, Scheiße, wir müssen auf den Piringer auch aufpassen. Ja. Der hätte natürlich auch reingehen müssen. Jetzt ganz ehrlich, der hätte reingehen müssen. Ja, das sagt sich so einfach als Nicht-Fußballer. Wenn das mein Beruf ist und ich da Millionen kriege für und das alles ist, was ich tue, muss dieser mal reingehen. Fertig aus. Wenn ich das hundertste oder tausendste Schnitzel mache, dann ist das auch nicht verbrannt. Mhm. Also, sorry, das ist deren Job. Ja, die machen ihren Job nicht. Ja gut, aber was willst du machen? Wäre der Ball drin gewesen, wäre das Spiel anders verlaufen, hätte. Ich weiß nicht, wir haben so ein bisschen Kacke am Schuh. Oder das ist halt zweite Liga, obwohl das ist mir auch immer ein bisschen zu einfach da zu sagen. Das ist halt zweite Liga. Die spielen auch Fußball, also weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was da los war. Ich weiß nicht, Sturm hui, Abwehr pfui. Mhm.
Ich habe mich da eben noch mit Jonas drüber unterhalten, der ist Hansa Rostock-Fan. Und ich habe ihm auch noch mal, hab auch noch mal mit ihm gesprochen. Ey, die Statistiken von Schalke, also du kannst dieses Spiel eigentlich gar nicht verlieren, ne? Also 65% Ballbesitz, 80% Ballgenauigkeit im Gegensatz zu Hansa Rostock mit 60. So, die haben ja überhaupt keinen geraden Ball nach vorne spielen können, außer vier Stück. Und die gingen schnurstracks nach vorne an unseren Verteidigern vorbei. Kaminski, Sané, Matriciani, die haben alle nicht gut ausgesehen in den Sprintduellen. Waren richtig, also die konntest du wirklich, das war ja wie Slow-Mo teilweise. Also bei Matriciani, ich war richtig erschrocken, wie langsam der da hinterhergelaufen ist. Richtig krass. Ja, und dabei trainierst du ja wie so ein Wilder. Aber Ja. ja, und Kaminski ist nun mal auch nicht schnell. Und keine Ahnung, ich weiß es nicht, ob man da hätte, aber was hätte man dann für Lösungsmöglichkeiten gehabt? Wir haben die richtigen Speedmaster, haben wir halt nun mal nicht im Team. So. Ja. Können ja Matondo wiederholen, yay. Yay. Ey, Matondo schießt gerade in der belgischen Liga. Ich glaube, 9. Saisontor hat er jetzt gemacht. Als Rechtsaußen ist das nicht schlecht. Ja, wenn du Piringer jetzt unten nach Schwarz-Weiß-Meckinghofen, nichts gegen Schwarz-Weiß, ich liebe Schwarz-Weiß-Meckinghofen, stellst, dann macht er wahrscheinlich auch 5, 6 Tore. Pro, was weiß ich, pro Woche. Naja, Das aber ist belgische genauso Liga. wie Erste belgische Liga ist aber halbwegs vergleichbar schon mit der zweiten Bundesliga. Halbwegs vergleichbar. That's what she said. ja. Perfekt. Am Ende zählt halt nur eine Statistik, sagt Iggy gerade, geschossene Tore. Ja, und so ist es auch. Und ganz ehrlich, das war auch der Grund, warum ich nach dem Spiel gesagt habe, ey, Demi, nee. Lass das jetzt mal sein. Ich wehre mich oder habe mich immer dagegen gewehrt, aber irgendwas muss mit dem Trainer falsch laufen. Jetzt kommen so langsam kleine Sachen raus. Ja, in der Kabine, Führungsspieler konnten mit dem nicht und so weiter. Ich weiß, wir haben immer nur gehört, dass der so klasse mit der Mannschaft zurechtkommt. Wenn das natürlich alles Unsinn war und die Mannschaft mit ihm eben nicht zurechtkommt, hätte ich auch nicht so eine Meinung von ihm gehabt. Keine Ahnung. Aber irgendwie seitdem Schröder da ist, das ist, also es kommt halt nichts nach draußen und man macht sich dann so. Ja, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich glauben soll. Wie ist er mit der Mannschaft zurechtgekommen? Gar nicht? Bisschen? Oder ja, keine Ahnung. Aber du kannst mir auch nicht trotzdem, wenn du gegen Rostock spielst, wenn du dir die Statistiken da anguckst, ich bin da kein großer Fan von, aber einige Statistiken sind schon relativ wichtig. Wenn einer da weit unten steht und Schalke steht da oben, die spielen gegeneinander, Schalke hat so und so viel mehr Torschüsse, so ein Spiel darfst du nicht verlieren, dann liegt nicht nur am Trainer. Aber wie gesagt, die Mannschaft aufgestellt haben sie alle. Ja, ist so. Francesco, da ist er. Du bist schon schmerzlichst Buongiorno. vermisst worden hier im Chat. Buonasera, euch beiden, Kästi und Andreas, und schöne Grüße an den Chat. Ja, hab was zu tun gehabt, deswegen ein bisschen Ja, genau. Verspätung gehabt. Wie geht's euch? Alles gut? Ich hab was zu tun gehabt. Ich mich wundert, dass du bei der Art von Arbeit weiß trägst. Hab mich gerade umgezogen. Ach, alles klar. Extra für euch. Ich mache mich mal ein bisschen lauter. Lauter! Ich mache Okay. dich auch gerade schon lauter. Okay, jetzt waren wir Ach beide. so. Mädel! Passt Okay, schon. gut. Passt schon. Okay. Okay. Ich habe gerade den Leuten erzählt, dass du in den Pizzerien in Gelsenkirchen gerade mit dem Baseballschläger umhergehst und die Kohle eintreibst. Nö, ich warte nur im Auto. Die anderen machen die Sachen für mich. Ich brauche nicht aussteigen. Nein, da macht der Kapo nicht. Da schickt er die Ich Soldaten. sitze dann hinten mit dem Mantel. Hey, hast du das Geld gemacht? Dann habe ich auch noch Genau. so einen Hut. Dann habe ich so noch einen Hut, wie richtig in dem Hast Film. du Pelzkragen? Schön mit Nee, nee, das Pelzkragen. sage ich nicht. Aber ich habe da eine Zigarre noch dabei. Ne? Den kennst du ja, so eine Zigarre. Dann der Qualm aus dem Fenster. Alles klar. Wie geht's euch? Alles gut bei euch? Gut, gut. Ja. Ja. Cappuccino Habt ihr euch reingerendert. erholt von der Niederlage? Ja, bei mir 10 Minuten. Beim Rainer habe ich gemerkt, das hat keine 10 Minuten gehabt. Der hat aber richtig, du hast richtig Dampf.
gelassen, ne, Kisti, über Gramozis, ne? Ich habe mich richtig aufgeregt, ey. Ich habe richtig... Ich habe dein Video gesehen, du hast gesagt, Gramozis muss jetzt raus und ein Tag später war der raus. Die haben auf dich gehört. Ja, ich weiß nicht, ob man da stolz drauf sein sollte. Nein, nein, Quatsch, natürlich, die machen sich ihre eigenen Gedanken. Ich habe auch, ehrlich gesagt, im Stream habe ich da gesessen und ich habe gesagt, ey, die schmeißen den jetzt raus. Das war mir auch klar, dass sie das machen würden. Weil, ganz ehrlich, ist für mich einfach der letzte Hebel. Wenn du gegen Hansa Rostock nicht gewinnen kannst, so, was muss denn dann noch passieren? So. Also du kannst ja nur noch am Trainer irgendwie was machen. Das war ja offensichtlich, dass die Mannschaft es nicht mehr packen würde. Ja, und wenn du wirklich noch aufsteigen möchtest, ja, dann musst du was verändern. Und deswegen, also mir war das irgendwie klar, dass es kommen würde. Ah, oh, wir haben ja auch richtig was verändert. Ja, da ja, auf Schalke ist doch immer haben was. Haben wir. Ach so. Wir haben jetzt einen kompetenten Trainer. Neuer Torwarttrainer, der alte wieder. Oh, da hat sich der Rainer aber gefreut. Dings, wie heißt er wieder? Ralle. Und Timo Hoglatt ist jetzt auch dabei, bis der Gramozis wieder auf dem Feld ist. Hat sich wirklich vieles geändert. Aber wie habt ihr das Spiel eigentlich gesehen? Ich möchte gerne mal von euch wissen, wie ihr das Spiel gesehen habt. Samstag. Da ging richtig die Post ab. Muss man ja auch ehrlich sagen. Für die Zuschauer war das ein Spektakel. Ne? Außer für uns Schalke war das scheiße. Ne? Aber es war ein Spektakel. Was das, da, war sieben Tore. Das war ein echtes Spektakel. Ja, ich meine, wie hast du es gesehen? Ne? Schalke dreimal von links auf Terodde, die Flanke. Und Rostock dreimal schnelles Kontertor letztendlich nach vorne. Ne? Das waren ja, das war ja, das war ja komplett durchschaubar, dieses Spiel irgendwie. Oder das war ja komplett irgendwie, die Tore sind alle wie nach einem Spiegel irgendwie gefallen, so alle gleich. So, und wie habe ich das gesehen? War scheiße, ne? Das war einfach scheiße. Schalke hat sich so schwer getan, wieder mal in die letzte Linie reinzukommen, in den Strafraum reinzukommen und gefährliche Chancen zu kreieren. Terodde, auch wenn er dreimal zum Kopf gekommen ist, ist trotzdem sehr gut auch zugestellt worden. Also am Fuß konnte der, oder wenn er den Ball am Fuß gehabt hat, die Innenverteidigung stand schon sehr gut von Hansa Rostock und da ging gar nichts nach vorne. Gefühlt und ja, keine Ahnung, was es dann nachher gewesen ist. Das ist für mich immer noch unerklärlich, wie man mit den Statistiken auch in diesem Spiel nicht gewinnen kann. Das ist wie verhext gewesen. Wie verhext. Ja, wenn du hinten kein Stehen hast und die sagen, huch, da rennt einer und dann fangen sie mal langsam an zu traben, wie so ein angeschossenes Rennpferd, dann denkst du, dann passiert dann halt. Die haben sich halt nicht gedacht. Die haben halt erstmal haben die Çalhanoğlu unterschätzt, dass der auch ganz gut die Flanken reingibt, vielleicht. Keine Ahnung. Wie gesagt, Piringer hätte das erste reinmachen. Ich sage das jetzt nochmal, weil Francesco gefragt hatte. Piringer hätte laut Jobbeschreibung das Tor machen müssen. Dann wäre das Spiel auch anders gelaufen. Aber das ist wie er hätte, hätte. Wir können ja nur, was die Abwehr, was da los war, ich weiß es nicht. Und wenn jetzt einer sagt, die haben gegen den Trainer gespielt, dann würde ich die ganze Mannschaft mit dem Bus im Rhein versenken. Denn die können gerne gegen den Trainer was weiß ich was machen. Die können aber nicht absichtlich gegen eine Mannschaft verlieren, um gegen den Trainer zu spielen. Also das finde ich albern. Aber ja, so was passiert auch nicht wirklich absichtlich, glaube ich. Nein, glaube ich auch nicht. Nee. Glaube ich nicht. Wie gesagt, vorne, ich habe nicht gerade, ich sag's nochmal wegen Francesco jetzt, wir können uns nicht beschweren, dass nur Terodde die Tore gemacht hat. Ja, das soll er machen und das hat er verzüglich gemacht. Mir tut es wahnsinnig leid für ihn, dass so ein Spiel dann in die Hose geht. Aber die Abwehr war. Ich weiß es doch auch nicht. Ja, ich sag mal, wie ich das Spiel gesehen habe, ich war erstaunt, wie schwach unsere Defensive war.
Ich war wirklich wie eine Schülermannschaft. Ich habe ja das Spiel nicht zu Hause geschaut. Ich habe mir das ja im Container bei uns in Hessler angeschaut, da wo wir mit der Jugendmannschaft gespielt haben, noch, weil ich hätte das rechtzeitig nach Hause nie geschafft. Dann habe ich gesagt, weißt du was, ich schaue mir das im Container da an. Und da konnte ich jetzt, ich hatte einen Abstand, da war so, der Fernseher war jetzt nicht groß, konnte nicht immer so die Spieler richtig genau erkennen immer. Aber die Abwehr allgemein, das Defensivverhalten von uns, das war einfach Schülermannschaft. Ich habe mich ja mit vielen da drinnen unterhalten, da waren ja viele, die auch zugeschaut haben, das Spiel am Fernseher. Schülerhaft, wirklich, sowas in der Defensive. Erstmal, man hat gemerkt, wie Beispiel Salif Sané, Matriciani, wie langsam die sind. Jetzt hat man das richtig gemerkt. Habt ihr gesehen, wie langsam die zurückgelaufen sind? So, weil du hättest auch den Spieler bedrängen können mit einer Grätsche, mit deinem Körper dazwischen gehen. Haben sie nicht. Die haben den einfach gehen lassen. Mach mal das Tor. Mach mal ein Tor hier. Schieß ein Tor. Vorne, wie der Trainer von Rostock das in der Pressekonferenz super gesagt hat. Wir haben uns darauf eingestellt. Trotzdem ist das passiert. Über links, Flanke, Terode, Kopf. So haben wir die Tore gemacht. Sonst könnt ihr euch erinnern an einer so richtigen, gefährlichen Torchance, wo du wirklich sagst, boah, jetzt kommen wir. Ich kann mich an diese drei Tore erinnern und dann Ball nach vorne versuchen zu flanken. Terode ist ja da. Da war null. Keine Ideen, wie immer. Null. Gekämpft haben sie ja, kannst du auch keinen Vorwurf machen, aber das machen sie alle, kämpfen. Ja. Aber dann beim, pass auf, im Fußballerkreis aber so, sage ich, pass auf, ich nehme diesen Punkt jetzt mit, aber ich werde jetzt nicht bei 3-3 alles nach vorne hauen. Ein Punkt besser als gar kein Punkt, weil jeder Punkt ist dann wichtig in dieser Phase. Ist so, man hört sich immer doof an, aber jeder Punkt ist wichtig. So, du hast dreimal einen Rückstand aufgeholt, 3-3. So, nimm den Punkt jetzt mit, wenn du versuchen willst, die drei Punkte zu holen. Aber die Defensive muss trotzdem hinten erstmal bleiben, damit wir nicht in einen Konter einfahren. Was passiert, wo ich mich wirklich am Kopf gepackt habe? Der Freisel, habt ihr gesehen, wo der war? Bei einem Freistoß sehe ich den Torwart Freistoß machen hinter der Mittellinie. Da habe ich mir gefragt, hat der Trainer das bevorzugt? Gesagt, ey, geh nach vorne, mach du den Freistoß. Nein, das machen die Spieler von alleine. So. Ich habe nur gehofft, bitte pfeif jetzt ab, nehmen wir den Punkt mit, können wir noch, musst du zufrieden sein in der Hinsicht, weil du lagst dreimal zurück, hast scheiße gespielt und holst noch einen Punkt. So. Muss man danach zufrieden sein, weil wir waren wirklich schlecht. Rostock, wirklich Kompliment an Rostock, wie die gezockt haben. Die haben alles richtig gemacht. Und da kassierst du in der 96. Habt ihr diesen Konter gesehen? Den Konter? Ey, ich hab mich am Kopf... Im Container, wo wir geguckt haben, da waren zwei ältere Opas. Zwei ältere, die sagten noch, der ist jetzt drin. Der Konter sitzt wieder. Bumm, saß der Konter. Ja, war wirklich... für Rostock war schön, für uns war Katastrophe. Wir haben dieses Spiel wirklich richtig verkackt in der Defensive. Die Defensive hat richtig scheiße gespielt. Aber die Rostocker waren aber auch, die waren aber auch nicht so stark. Ich fand, die hatten einfach das Spielglück. Die haben einfach ihre Chancen gemacht. Das war's. Habt ihr mal die Konter gesehen, wie sie die Konter schön herausgespielt haben? Wie schnell die waren? Ja, das waren vier Situationen, die mega gut ausgespielt haben. Was haben die gespielt? Das war's. Ja, aber so, die spielen ja, pass auf, die spielen ja um den Abstieg. Du kannst nicht erwarten, dass Rostock kommt und macht dann 90 Minuten das Spiel. Klar, die haben gesagt, wir lassen Schalke kommen, aber wir müssen unsere Konter direkt ein Tor machen. Ein von den vier Kontern haben die sich bestimmt immer gedacht, komm, ein, zwei Konter, dann hauen wir die Dinger rein. Aber die haben viermal gekontert, richtig geil, waren richtig Konter, weil wir auch schwach in der Defensive waren. Aber die ersten 10, 20 Minuten, könnt ihr euch erinnern, was für einen Druck die da vorne gemacht haben. Die hatten ein, zwei direkt Ecken. Die waren direkt erst im Spiel. Die haben erst gut gespielt. Wir waren schlecht. Wir waren ganz einfach komplett schlecht. Also ich lobe Rostock nicht. Für mich war da kein Grund. Die waren jetzt nicht, die waren nicht gut. Wir haben sie gelassen. Das ist meine Einstellung. Ja, aber trotzdem waren die für mich besser dann.
Weil ja, klar, wenn wir uns da auch noch auf den Arsch setzen im Mittelfeld, dann machen die eben 4 Tore. Klar, dann sind die aber nicht so gut. Also ich sage nicht, die waren gut. Schalke hätte die schlagen müssen, fertig aus. Auch in der Verfassung, wie sie waren. Da ist nichts passiert. Es ist kein Foul passiert, gar nichts. Die hätten einfach mal einen umknüppeln müssen. Richtig. Ganz einfach. So. Wenn du die nicht mit dem Laufen einkriegst, dann riskier eine gelbe. Scheißegal, klatsch den um. Das ist genau. Nun mal Fußball. Wir spielen nicht Synchronschwimmen. Ja, also das ist nun mal so. Oder Basketball oder so. Bloß nicht anpacken. Nee, da musst du den umklatschen. Hm. Fertig. Klatsch ihn mal ein, ne? Wie ich immer sage. Im Guten. Ich meine im Guten. Ja, aber nee, Rostock war meiner Meinung nach nicht so toll. Also wir haben sie wirklich gelassen. Wir haben das Scheunentor riesenweit aufgemacht und haben dann zugeguckt, wie sie reinrennen. Und und das fand ich nicht gut. Also das hat mich genervt. Also das hat mich richtig genervt. Also ja. Weil wir zu lieb waren, auch hinten in der Abwehr. Ja, auf jeden Fall. Aber diesmal kannst du sagen, unsere ganze Abwehr defensive, auch das Mittelfeld zählt ja dazu, nicht nur die Abwehr. Ja. Zählt er dazu. Einfach schlecht, richtig schülerhaft. Sogar in der Jugend machst du solche Fehler. Weil nicht als Profi musst du nicht, wenn du einmal den Fehler machst, okay, kannst du sagen, komm, aber jetzt, wir lassen diese Fehler nicht mehr zu. Und dann machst du dann viermal beim Einwurf. Habt ihr gesehen, beim Einwurf, wo das Tor passiert ist? Ich kann mich jetzt nicht dran erinnern. Ich kann es ja nicht nochmal angucken. Das war das 3:2 nach der Halbzeit. Der 3:2, da macht der lange Einwurf, der an der Außenlinie macht den Einwurf, Ball wird Köpf, der nimmt den am 16er Volley blank, der war so frei. Der war so ich habe gedacht, aber richtig, ich habe gedacht, ey, wollen die mich jetzt hier alle auf den Arm nehmen? Wie kann so einer ganz blank sein? Wo sind die alle? Und das war einfach grottenschlecht von unserer Defensive und fertig, da brauchst du gar nicht mehr drüber diskutieren. Vorne haben wir zum Glück den Terode gehabt, weil die anderen haben das Tor auch nicht getroffen, haben auch nicht geschossen. Da war gar nichts. 0. 4-3. Verdient, verloren, muss man auch sagen. Ja, ist so. Wir haben verdient, verloren. 4-3. Wenn du zu Hause 3 Tore schießt und nicht gewinnst, hey, dann bist du der verdiente Verlierer. So hat immer ein Trainer zu mir gesagt, wenn du zu Hause 3 machst und 4 kriegst, bist du verdienter Verlierer. Dann kannst du so gut sein, wie du willst. Dann kannst du in der Tabelle besser sein, aber dann hast du verdient verloren. Ralle hätte die alle gehabt. Alle. Ralle hätte die alle gehabt. Nein. Ich rieche da ein Comeback. Glaube ich nicht. Ich bin sehr gespannt. In dieser Saison glaube ich auch nicht. Nee. Aber nächste Saison. Doch, Ralf geht wieder ins Tor. Nächstes Spiel, wirst du sehen. Meinst du? Ich hab da die Morin. Ich hab da die Morin immer. Ich glaube nicht. Aber mal gucken. Mal gucken. Der ist zu fuchtelig, der Freisel. Der Büske, der. Bui würde sagen, du bist wieder zu nervös. Du lernst erstmal ruhig bleiben. Und Ralle kommt da rein mit einer gewissen Souveränität. Ich meine, irgendwas muss passieren. Ich weiß nicht, ob wir bei dem Thema schon sind. Ich höre mal auf Kessi. Kessi ist der Moderator. Ich habe eine Frage an euch. Wie fandet ihr Çalhanoğlu? Ey, stark. Bester Mann auf dem Platz bei Schalke. Abgesehen von Terodde. Terodde sollte man vielleicht doch noch zum besten Mann erklären. Aber danach kam Kerim Çalhanoğlu. Ey, man hat gar nicht gemerkt, dass Orban gefehlt hat. Das war stark. Der hat stark aufgespielt, ne? Das war richtig stark. Für sein erstes Spiel direkt von Anfang an. Mhm. Ne? Hat er wirklich. Ich fand, er hat das richtig, richtig gut gemacht. Ehrlich. Hätte ich nicht erwartet. Und ich habe aber auch nicht erwartet, dass er von Anfang an spielt, bin ich ehrlich. Hätte ich nicht gedacht, habe ich nicht erwartet, dass er von Anfang an spielen wird. Also, ihr wisst ja, was ich davon halte, wenn Spieler, die noch in der alten Saison da waren. Ne? Aber da muss ich auch sagen, ich habe mich echt gefreut. Ich habe gesagt, Gott sei Dank haben wir da einen, der sagt, so jetzt zeige ich es mal. Und das hat auch hingehauen, fand ich klasse. Und da hat mich auch echt gefreut. Jetzt habe ich, irgendwas hatte ich gerade gelesen, was wird. Ja, wurscht, egal. Ja, habe mich gefreut. Ja, schön, habe mich gefreut. Kerim richtig stark. Ich fand. Wie gesagt, du hast nicht gemerkt, dass Thomas Orban gefehlt hat. Und
auch was der für Flanken dann auch geschlagen hat, ne? Also ich wusste gar nicht, dass er so einen feinen Fuß auch hat. Doch, muss er mal öfters in der U23 sehen, wie der da aufgetrumpft hat. Der hat stark gespielt, die letzten Spiele, der Çalhanoğlu. War einer mit der stärksten, immer fast auf dem Platz. Wirklich. Der hat sogar auch auf der rechten Seite mal gespielt, über rechts gespielt bei der U23. Ich fand den gut und der hat sich jetzt für seine Leistung belohnt. Und nochmal an die Zuschauer, ne, bitte, ne? Ihr schaut alle zu, ihr schreibt regelmäßig rein, aber ihr vergisst mal drauf zu drücken. Liken. 27 Likes nur lese ich bei 100 Zuschauern. Was ist los mit euch? Ey, einfach nur draufdrücken, ist umsonst. Ihr braucht auch nicht zahlen. Sonst komme ich auch mit Auto und meine Kollegen. Genau. Ja, haut mal die Likes drauf, wenn euch das gefällt. Wir wollen euch unterhalten, wir reden mit euch. Dann haut mal die Likes drauf. Ihr kennt uns doch alle schon. Da kommt der Italiener mit den Betonschuhen um die Ecke. Ne? Ja, sehr Ja, gut. aber jetzt wart ihr verwundert, dass Gramozis Sonntag weg war? Ich ja. Ehrlich, sag mal Nein, ehrlich, ich war nein, verwundert. mir war zu 100% klar, dass er rausgeschmissen wird. Ich sag's dir wirklich. Ich hab's auch im Stream gesagt, kannst du nachgucken. Ich bin mir sicher, dass sie den jetzt rausschmeißen werden. Genauso habe ich es gesagt. Safe. Also nochmal, wenn du mit, ernsthaft mit dem Trainer weitermachst und dann noch glaubst, noch was mit dem Aufstieg zu tun zu haben, dann bist du nur. Nee. 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 Das kannst du nicht ernsthaft erwarten, noch mit Dimitrios Gramotzes in dieser Saison aufzusteigen. Kannst du nicht. Nicht nach dieser Leistung gegen Rostock. Du hast gemerkt, der Mann hat nichts mehr unter Kontrolle. Danny Latzer beispielsweise sitzt nicht mal mehr auf der Bank. Ja? Guck dir das Mittelfeld an, Francesco. Einen Mikhailov, einen Idrisi, einen Drexler, einen Latzer. Wen haben wir da noch alles Klick, rumflitzen? Balzen. Flick, Paulson. Du hast ja gar keine Stammspieler mehr. Der rotiert ja jede Woche einmal rum. Der weiß ja gar nicht, wen er da einsetzen wollte. Der hätte das Potenzial gehabt, einen von denen, der auch wirklich Leistung gehabt hat, nämlich Salazar, da wirklich zu einem Turm im Mittelfeld zu machen und um ihn herum vielleicht mal ein bisschen zu wechseln. Aber was hat er anstattdessen gemacht? Der hat allen das Selbstvertrauen genommen, meiner Meinung nach. Und wie gesagt, was bedeutet das fürs Mannschaftsgefüge, wenn du plötzlich auf die Idee kommst, den Kapitän nicht mal mehr in den Kader mit reinzunehmen? Also, da fängt es doch mit an. Und solche Aktionen, die ziehen sich durch die gesamte Saison direkt zu Anfang. Der komplette Verein hat gesagt, und da könnt ihr mir jetzt gerne mal zustimmen, der komplette Verein hat gesagt damals, wir gehen mit Ralle Fährmann in die Saison, das ist unsere Nummer 1. Kommt Gramotzes da an, 5, 6 Spieltage, guckt er sich das an, dann wird der Torwarttrainer mal eben rausgekickt, ja, weil Gramotzes offensichtlich nicht mit dem klargekommen ist. Und Schröder hat ihn jetzt einfach wieder eingestellt. So, der kann ja nicht unbedingt ein großes Thema mit dem gehabt haben, mit dem Simon Hänzler. Holt sich den Will Cort, fragt den Will Cort, ey, wie sieht's aus? Was ist mit Fährmann? Willst du den hier noch haben? Will Cort sagt, nee, will ich nicht. Und zack, ist Fährmann raus. Ja, obwohl der gesamte Verein eigentlich auf einer Welle war und gesagt hat, okay, Fährmann muss unsere Nummer 1 sein, mit dem gehen wir als Nummer 1 in die Saison. Und dann stellt dann Martin Freisel auf. Ja klar, da hast du den ersten Torwart, hast du dir schon mal verprellt. Wenn Martin Freisel dann nicht funktioniert, ja, was er dann ja Gott sei Dank getan hat, dann hast du zwei Torhüter schon wieder kaputt gemacht. Ja, und wie gesagt, solche Aktionen, die ziehen sich ja durch die komplette Saison. Das sieht man leider, oder sehe ich jetzt auch erst im Nachgang. So, aber das heißt im Nachgang, die Nummer mit Fährmann, die habe ich natürlich von Anfang an kritisiert. Aber irgendwie, wie gesagt, zieht sich durch alle Mannschaftsteile. Auch selbst Marius Bülter zwischendurch, den hat er runtergenommen, nicht mehr mit in den Kader aufgenommen. Der hat sich mit jedem Spieler, hat er sich zwischendurch schon verscherzt gehabt. Also, ja.
Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Irgendwie langsam kommst du so vor, ich hätte ganz gerne wieder irgendwie so ein, zumindest einen Maulwurf da drin, der ein bisschen mehr erzählt. Denn woher mein Enthusiasmus für Dimitrios Gamotzes kommt, oder wie auch immer, ist halt, dass er, dass nach außen immer verkauft wurde, dass er sehr, 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 sehr gut mit der Mannschaft zurechtkommt und sich da reinfühlen kann. Jetzt kommt Stückchen für Stückchen kommt raus, ja, aber die haben über ihn gelästert. Und nicht nur die beiden, nicht nur Drexler und Latza oder so. Da kommt noch mehr raus. Das ist auch Terodde so ein bisschen so, und das ist so, das kommt jetzt so langsam raus. Und gut, das ist für Schalke gut, damit die Presse da das Maul hält. Aber für uns natürlich jetzt, oder als, wenn man sich eine Meinung bilden will, ist das dann natürlich schwierig. Wenn das dem, wenn dem so war, dass wir also da bestimmte Spieler hatten, die da mit ihm überhaupt nicht zurechtkommen, muss das ja auch einen Grund haben. Und dann fangen die auch zu zweifeln. Schade ist nur, dass man es nicht rausfindet. Ich werde es nie rausfinden. Oder wir eventuell nie. Oder irgendeiner redet doch mal offen, warum das nicht geklappt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe nur intern was gehört, weil ich kenne jemanden, der auch intern da ein bisschen mitwirkt. Und man hat gesagt auch, dass der Büskens mit Dimi auch nicht so klar kam, wie man sich es vermutet hat. Das heißt, ein Co-Trainer ist ja dabei da, der den Trainer hilft. Auch mal so Vorschläge macht und dass er die auch mal annimmt. Ein Trainer und Co-Trainer müssen immer stimmen zusammen. Da muss einfach zusammenfügen. Du nimmst auch manchmal auch die vom Co-Trainer die Anweisung an und setzt die um. Das soll angeblich da absolut nie passiert sein. Da war Büskens manchmal wirklich angepisst, weil er Dimi, man sagt wirklich, das soll ein richtiger Sturkopf gewesen. Ein lieber Kerl, um Gottes Willen. Aber nur das vom Hören. Soll richtig Sturkopf sein, hat seine Linie durchgezogen hat. Das haben wir ja gesehen bei dem 3-5-2. Immer das gleiche System, immer gleich System. Und ich kann es mir gut vorstellen. Das ist jetzt nur vom Hören, ne? Der Intim da, in der ein bisschen damit zu tun hat. Ich könnte es mir vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich das alles glauben soll. Man muss sich immer seinen eigenen Kopf machen, weil wir sind nicht drinnen dabei. Aber ich könnte es mir gut vorstellen, dass der Dimi ein Sturkopf war, der sich nicht einreden lässt, auch keine Vorschläge macht. Weil ich kann mir gut vorstellen, dass ob der Kapitän, Mannschaftsrat mal zum Trainer gegangen ist, das kann auch sein, ey Trainer, pass auf, lass uns doch mal was versuchen, dass wir besser im Spielrhythmus, vielleicht mal ein anderes Spielsystem. Ich kann es mir gut vorstellen und ist klar, dass irgendwann die älteren Spieler das Gerüst wie Latza, Terodde, Bülter, die älteren Spieler, irgendwann bestimmt auch mal zum Co-Trainer gegangen sind, die Vertrauenspersonen, so ein bisschen mit dem geredet, da sagen, pass mal auf, ey, wir müssen mal ein anderes System spielen. Ey, dieses 3-5-2, jeder kennt unser System. Jeder kennt uns. Wenn der von Hansa Rostock schon sagt, wir haben uns schon drauf eingestellt auf Schalke, weil wir wissen, wie die spielen, das System, Flanke links, Bumm, Tor. So, trotzdem konnten wir das nicht verhindern, haben die doch so gesagt, hat der Trainer ja. So, das ist doch fragwürdig. Hey, Dimi, lass uns doch mal ein System. Und ich kann mir gut vorstellen, dass intern irgendwann nach der Winterpause irgendwas passiert ist, weil wir haben ja nicht mehr diesen Fußball gesehen, was vor der Winterpause war. Wisst ihr noch? Gegen Hamburg, gegen Nürnberg, Sandhausen, auch in St. Pauli, zweite Halbzeit. Da haben wir frischen Fußball nach vorne gesehen. Wir haben Angriffsfußball gespielt, wo wir gesagt haben, boah, ey, wenn wir so eine Rückrunde so starten, machen wir die alle platt. So, aber was ist passiert in der Winterpause? Da ist ein Knacks passiert. Wir wurden ja immer schlechter, wir wurden nicht besser. Das ging immer so. Dück, dück, dück. Da habe ich gedacht, was ist das denn? Da haben wir uns alle gefragt, was ist passiert? Und ich jetzt nachhinein können wir alle sagen, wussten wir, nein. Wussten wir nicht, wir wissen nicht, was intern wirklich war, aber es muss irgendwas passiert sein, da muss irgendwas sein, weil ansonsten hätten unsere Vorgesetzten, wie der Knebel Schröder, den Dimi nicht rausgehauen, entlassen, weil, erinnert euch an die Pressekonferenz, wir gehen mit Dimi durch dick und dünn, wo die da saßen, den Dimi den Rücken gestärkt haben und gesagt haben, die Mannschaft steht hinter Dimi,
Wir bleiben mit Dimi, auch wenn wir nicht aufsteigen sollten. Wir stärken den Rücken, den Dimi. So, das war deren... So, aber irgendwas muss passiert sein, um diesen Schritt... Weil ich hätte niemals gedacht, dass sie den nach dem Rostock-Spiel rausschmeißt. Bin ich ehrlich. Da, ich war am Sonntag verblüfft und habe gedacht, oh, dann hat's geknallt. Irgendwas muss passiert sein. Irgendwas muss... Wir können jetzt raten, was alles passiert sein ist, aber besser ist, wir wissen das nicht. Die sollen das unter sich erklären und fertig ist. Es gäbe da eine Theorie, das ist jetzt Küchenpsychologie, ich bin ja kein ausgebildeter Psychologe, aber man könnte natürlich das so sehen, dass Dimitris Gramotzes anfangs hoch angesehen, bla bla bla, okay, wir stellen das zusammen, das ging auch so eine Zeit gut. Danach war es aber, als das Team zusammengestellt war, kam einfach kein Esprit, nichts Neues, keine, was weiß ich, ich habe so ein bisschen den Eindruck, er war zu viel Laptop-Trainer, denn es kam zu viel Laktatwerte, die und die Leistung, es kam da sehr viel von. Und das hat den Herzfußball, wofür meiner Meinung nach Büsken steht, immer mehr und mehr rausgedrängt. Und das hat natürlich den Kern der Mannschaft, die Kämpfer, bla bla bla, hier, ne, Latzer, das sind Kämpfer und Herzfußballer, glaube ich, und nicht so sehr die Theoretiker, die mal sagen, ich habe so viele Punkte bei meinem Blutkörperchen, die nicht gerade stimmen. Ja, die durften dann deswegen nicht spielen. Sonst habe ich da auch keine Erklärung für. Man hat also das Herz komplett rausgenommen und hat nur noch die technischen Daten genommen. Und Dimitrios Gramotzes ist vielleicht einer von denen, die sagen, nö, wenn man alles misst, alles korrekt misst, muss der Spieler ja voll auf einsatzfähig sein und dann auch alles bringen können. Nur, weißt du, was ich meine? Ich versuche auch nur irgendwelche Erklärungen zu finden. Aber das könnte eben sein. Deswegen hat Dimi ja, wenn die sich gefreut haben, haben sie sich richtig gefreut mit Asamoah, Büskens und Ruven Schröder sogar. Die sind mit auf alle. Dimi nie so wirklich. Ich denke mal, ist einfach eine wie, woran viele Trainer ja auch auf Schalke schon gescheitert sind, sag mal, dieser Punkt Menschenführung. Ja? Irgendwann hast du halt die Mannschaft nicht mehr hinter dir und ich kann mir vorstellen, dass das halt so der Punkt, der schlussendlich ausschlaggebende Punkt gewesen ist. Weil sonst ist so eine Leistung eigentlich nicht wirklich zu erklären. Die Mannschaft ist ja auf so einem Level, der Kader ist ja so extrem gut. Schaut euch nochmal diese Werte, diese Statistiken einfach mal gegen Hansa Rostock an. Du kannst dieses Spiel eigentlich nicht verlieren, aber Schalke schafft es dennoch, ja. Und deswegen, ich glaube, da ist einfach, ich sag mal so, ich glaube, Dimitrios Gramotzes ist einfach der Situation nicht gewachsen gewesen. Du musst, und die Spieler allerdings auch, muss ich auch ganz klar sagen, weil ich denke, die Spieler haben zu viel Respekt vor dieser Aufgabe. Ich glaube, die haben gewisserweise Angst vor dem Erfolg, Angst vor dem Aufstieg, ja, dass sie es nicht packen, weißt du? Dass sie... Glaube ich nicht. Ich glaube schon, zumindest... Angst niemals. Zumindest wenn du Fußballer bist, hast du keine Angst vor dem Aufstieg. Du brennst, oben aufzusteigen. Du brennst. Hier, wie heißt der hier? Guck mal, das finde ich gut. Dieser KD 1904 hat was gesagt, man könnte auch was damit zu. Ich glaube, die Mannschaft ist immer mehr zusammengerückt und hat sich eingelebt und begonnen, seine Meinung zu äußern. Zu Beginn war alles noch Findungsphase. Könnte auch. Die haben sich, du kennst das ja, neue Mannschaft, du kennst noch den nicht, du kennst den Charakter von denen, spiel ich. Dann rückt ihr immer mehr zusammen, immer mehr zusammen. Dann wirst du offener, bist du ehrlicher. Ey, dann merkst du, was haben wir oft gesagt? Boah, guck mal, das ist eine Truppe, die halten richtig zusammen. Und dann, ich kenne das selber im Fußball, viele, die Fußball gespielt haben, wissen das ganz genau. Wenn der Trainer dann, ihr den Trainer nicht mehr glaubt, weil er immer ein System und in der Mannschaft ist, das, ey, da kann mir einer erzählen, was der will. In der Mannschaft wird dann geredet, ey, pass mal auf, immer das gleiche System, ey, lasst uns doch mal anders spielen, ey, wir haben doch die Spieler, warum lässt der Trainer nicht mal anders spielen? Ey, wir können anders spielen, die wissen doch alle, wie wir spielen. Das ist immer so. In der Mannschaft wird geredet untereinander, wenn man sich gut versteht. Und das war, glaube ich, Dimis Verhängnis. Immer das Gleiche, 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 Gleiche. Und dann hast du wie Führungsspieler wie Terode. Dann hast du noch ein
Palzenkapitän, Latza, Drexler, immer mehr und mehr. Und wenn der Büskens auch dann noch den Trainer mal vielleicht vorgeschlagen hat und der hat Nein gesagt, dann kommt das eine auf das andere. Und das kann auch alles möglich sein. Nur, man muss auch sagen, ich glaube, sag. Ich glaube letztendlich, warum der rausgeworfen ist, ist auch einfach, ich glaube, wir versuchen auch immer sehr viel rein zu interpretieren. Ne? Fakt ist, wir haben 9 Spieltage jetzt vor Ende und wir haben gerade gegen Hansa Rostock verloren, haben 6 Punkte Abstand zu den Top 3, die zum Aufstieg führen. Ja. Letztendlich ist das eine Ergebnisentscheidung, sage ich auch einfach. Ja. Wenn du dieses Spiel verlierst und dann mit 6 Punkten nur in Rückstand gehst, dann ist einfach der Aufstieg in Gefahr. Und deswegen ist er gegangen. Ja. Einfach eine rationale Entscheidung, die aufgrund von Zahlen und Fakten getroffen worden ist, ohne die so viel da jetzt diese Hintergründe noch so sich anzuschauen, sondern einfach, wir müssen aufsteigen, Leute. Und deswegen hat man einfach den letzten Versuch jetzt nochmal gestartet mit einem neuen Trainer. Ich hätte aber nie gedacht, dass der Büskens das macht. Niemals, niemals. Mhm. Weil der Büskens ja gesagt hat, ich will der Hermann Gerland von Schalke werden. Er wollte ja nur Co-Trainer. Er wollte nicht mehr als Coach, als erster Coach da sein. Er wollte nur, er hat ja gesagt, ich will der Hermann Gerland von Schalke werden. Nur Co-Trainer. Mhm. Weil er nicht mehr diese Verantwortung haben möchte. Er möchte lieber die jungen Spieler bisschen was beibringen oder er will jetzt, wie sagt man, wenn die von der A-Jugend oder Amateure kommen, denen helfen. Ich weiß jetzt nicht, wie man das nachher sagt, der hat das ja richtig gut beschrieben. Und jetzt hat er auf sein Herz gehört, auf seine Familie und ist klar, Schalke ist seine Liebe. Mhm. Die kann er nicht in Schicksal. Und zweitens, wir haben kein Geld, so sparst du erstmal Kohle für einen neuen Trainer. Wenn du jetzt einen neuen Trainer holst und du schaffst den Aufstieg nicht, dann sagen wir wie bei Dimi, der ist verbrannt. Richtig? Dann sagen wir wieder, der ist verbrannt. Was willst du mit dem? Obwohl, so. Ich nicht. Ich sehe den dann nicht als verbrannt. Nicht den Büskens? Nee, würde ich sagen. Ich rede nicht vom Büskens. Nein, wenn ein neuer kommen würde. Ach so. Wenn jetzt ein neuer kommen würde, den wir auch bezahlen müssten, weil du bezahlst so, ja dann den neuen okay, plus ja. den Dimi. Ja. Nicht den Mike, okay. nicht, ja, okay. nicht okay. unser Bujo. Ich rede nicht von Bujo. Ja, ja. Ich rede jetzt, wenn du einen neuen Trainer hättest, der dann in der neuen Saison mitgehen muss. Mhm. Weil du kannst ja nicht wieder 3, 4, 5 Trainer wieder bezahlen und immer raus. Deswegen war das eine kluge Entscheidung, hätte ich niemals gedacht, bin ich ehrlich, den Büskens wieder als Coach bis die 9 Spiele und dann kannst du in Ruhe einen Trainer suchen, der zu der Philosophie passt, der mal mehrere Systeme alles machen kann. Aber wir werden jetzt mal sehen, was erstmal aus den neuen Spielen wird, was der Büskens da alles rausholt. Also ich glaube, das kann eine echte Überraschung geben, denn wie gesagt, ich so mehr und mehr kriege ich den Eindruck, als wenn Gramozis wirklich mehr so der absolute Wertetrainer ist und nicht von den guten Werten, sondern von was auf dem Papier ist. Deswegen haben auch öftermals, vielleicht hat deswegen auch Salazar nicht gespielt, saß zwar auf der Bank, hat aber nicht gespielt. Das nimmt aber auch die Art und Weise, wie er dann aufgestellt hat, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass das sehr, sehr viel Spielspaß rausnimmt. Und so eine Mannschaft, die sich richtig gut, wir haben ja alle gesagt, wie du gerade auch meintest, ne, die wachsen zusammen, das sind Jungs, die verstehen sich, die feiern zusammen, die leiden zusammen, die kämpfen zusammen. Ist wenn dann aber so. Da ein Trainer ist, der super trocken, einfach nur, so, du bist von 0 auf 100 getestet, so lang, kannst heute nicht spielen, bist zu langsam. Da geht es dann dahin, wo mir das Herz fehlt. Und da kommt jetzt Bujo rein und das könnte richtig was geben, der auch eine Mannschaft mal aufstellt nach, sag mir einfach, wie fühlst du dich, wenn der Spieler sagt, ich fühle mich großartig, ich will zocken. Ja, dann wird nicht auf irgendwelche Werte geguckt, sondern alles klar, du spielst. Dass das also ein bisschen mehr wieder aus dem Bauch heraus entschieden wird, anstatt nur aus dem Hirn. Bayern hat jetzt auch nur gegen Salzburg gewonnen, weil sie gesagt haben, ey, Nagelsmann, halt mal die Klappe, wir machen das jetzt mal, wie wir wollen. So, fertig. Diese ganzen Supertheoretiker, ich mag die nicht. Ich mochte die sehr, allerdings auch, glaube ich mittlerweile, dass wir nicht alles erfahren haben. Aber das habe ich ja schon gesagt. Inwiefern die Chemie Trainer und Mannschaft funktioniert hat.
Genau, das wollte ich auch nochmal loswerden. Da habe ich auch gesagt, wir dürfen jetzt nicht alle sagen, Dimi, der war scheiße. Hey, nee. Dimi hat uns übernommen, kurz wo wir abgestiegen sind. Bevor wir abgestiegen sind in der zweiten Liga, hat er sich getraut, uns zu übernehmen. Hat uns dann in der zweiten Liga mitgenommen, ist mitgegangen in der zweiten Liga. Das muss auch Riesenrespekt an Dimi, auch von mir, sage ich immer. Ich werde Dimi nie böse sein. Ich war immer am Zweifeln bei Dimi. Ich habe aber nie gesagt, der muss jetzt raus. Ich habe immer gesagt, ich habe Zweifel. Aber trotzdem, Riesenrespekt, dass er sich das angetan hat mit Schalke, weil das war. Schalke ist nicht einfach so ein Verein, dass du das so machst. Deswegen, man muss auch Respekt vor Dimi zeigen, dass er sich das angetan hat auf Schalke. Er hat auch versucht, alles. Leider hat es nicht geklappt, wie er sich das vorgestellt hat. Deswegen von mir aus, hier raus, Dimi, alles Gute in deiner neuen Zukunft. Was, egal, was du machst, wünsche ich dir das Beste. Ja, er muss halt auch noch dazu lernen. Die guten Trainer wissen, dass man eine Mischung braucht zwischen Spielspaß und der Theorie. Also oder den bestimmten Werten. Aber ja, obwohl das auch nicht erklärt, was im letzten Spiel los war. Hatten die wirklich keinen Bock mehr, haben gesagt, boah, nee, ich renne nie mehr. Ja, das sind da die, diese 30%, wo du nicht mehr alles gibst für den Coach. Das hört sich immer Schwachsinn an. Man kann, wenn du selbst nicht mal in so einer Situation warst, kannst du mir das gar nicht vorstellen. Aber ich kenne das vom Fußball aus. Wenn du auf den Trainer keinen Bock hast, gibst du deine, da gibst du nicht 100%, gebe ich heute nur 70%. Da laufe ich nicht da, juckt mich nicht. Interessiert mich nicht, was der Trainer meint. So ist das im Fußball. Man kann sich das immer schwer vorstellen, aber ich kenne das schon so oft und deswegen habe ich mir gedacht, Junge, viermal ausgekontert, so, was ist da? Warum lässt ihr euch so auskontern und nicht mal umgrätschen? Ey, ein Chiellini oder was weiß ich, der hätte den da umgegrätscht, ey, wäre das scheißegal, aber du kommst nicht bis zum Freisel. Dich lasse ich nicht bis, dann grätscht der Palsen, hätte bestimmt einen umgegrätscht. Der Pfalz hätte den umgedreht, der hätte eine rote Karte vielleicht noch kassiert. Aber du wärst nicht bis zum Tor gekommen. Da hätte man früher wechseln müssen. Spätestens nach dem zweiten Tor dieser Art und Weise. Gesundheit. Dankeschön. Hätte man dann sagen müssen, okay, jetzt brauchen wir hinten drin brauchen wir irgendeine Schranke. Irgendwas muss passieren. Ja, also. Ich weiß es nicht. Also für mich ist es seltsam, wie ein Spiel so laufen kann. Du hast natürlich recht. Selbst wenn die Spieler sagen, ich bin professionell, wir wollen jedes Spiel gewinnen. Im Unterbewusstsein kann man immer sagen, oh, der steht ja schon wieder an der Seite und macht mich blöde an. Ja, da habe ich dann, weißt du was? Leck mich. Das muss ja nicht mal, kann schon ist so. Sein. Das ist so, glaub mir. Das habe ich auch mal gemacht. Deswegen bin ich auch nie gelaufen für den Trainer. Ich dachte, juckt mich doch nicht. Soll er Tor machen? Ist falsch, das ist völlig falsch, aber dann lernst du draus und dann weißt du, aha, weil die Profifußballer, die sind auch nur Menschen wie wir drei, die unterhalten sich, treffen sich, diskutieren über den Trainer auch und im Fernsehen sieht immer alles so schön aus, aber was intern ist, im Endeffekt wissen wir es nicht, wir können es nur erraten, aber das mit Dimi und Büskens, das sollte, ist eigentlich fast so, wie es sein sollte. So, was kommen wir Neues? Wie, auf was kommen wir Neues? Wie stellt ihr euch denn vor, wie der Büskens spielen ist? Ja, lass mal über Büskens reden. Was haltet ihr überhaupt von der Entscheidung? Als Schalker? Geil! Aber mal gucken. Der war ja dabei im Team jetzt. Weiß ich nicht. Es kann aber sein, dass Dimitrios Kavotsis ihn sehr, sehr ausgebremst hat, mit seinem Enthusiasmus. Vielleicht ist Büskens einer, der eher sagt, okay, jetzt unabhängig vom System. Das System ist erstmal Latte, würde ich sagen. Dass einfach eine größere Spielfreude entsteht und dass man generell gefährlicher und agiler wird. Das ist alles, was ich mir vorstellen kann. Denn er hat das gleiche Menschenmaterial, das übelste Wort. Er hat das gleiche Spielermaterial, ja. Und es kann aber sein, dass Büskens eigentlich eher diese Spieler anspricht, die
vom Herzen her wirklich Fußballer sind. Das sind, ob das jetzt Paulsson oder Latza oder da gibt es ja einige, da gibt es ja viele. Und vielleicht spricht er genau die Leute richtig an und das funktioniert. Ich glaube, taktisch macht das gar nicht so viel, ist das gar nicht so wichtig. Es muss sein, dass die Leute Spaß am Fußballspielen haben. Und das sah mir in den letzten Spielen eben nicht so aus. Und das kann natürlich sein, dass dann das Verhältnis zwischen Trainer und Mannschaft korrodiert war. Verrostet. Naja, schauen wir mal. Ich sag mal, ich bin skeptisch, so das Spielerische. Wird sich sowieso nichts ändern. Da wird nichts jetzt in den, weil der Bujo jetzt da ist, dass wir jetzt spielerisch auf einmal Tiki-Taka-Fußball spielen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir spielerisch jetzt auftrumpfen wie aus dem Bilderbuch oder was. Das glaube ich nicht. Aber bei Bujo denke ich mir, die werden sich alle den Arsch aufreißen, weil jeder hat jetzt eine neue Chance. Dieses Effekt so, boah, jetzt kann ich jetzt zeige ich das den Dimi, der mich nie spielen gelassen hat, jetzt werde ich das denen zeigen, jetzt habe ich meine Chance. Dieses neu, man sagt ja neue Impulse, aber nicht jetzt das spielerische Impulse, weil mich viele fragen, meine Güte, du bist so skeptisch. Spielerisch werden wir nicht so besonders jetzt besser aussehen, aber auf jeden Fall, ja, ich bin noch immer davon überzeugt, mit dieser Mannschaft spielerisch werden wir nichts mehr dieses Jahr mehr, so 20, 25 Minuten wirst du mal sehen, bam, bam, läuft der Ball mal, aber das ist eine Mannschaft, die werden kämpfen, rackern für den Bujo, jetzt erst recht für den Mike, weil der Mike weiß, wie er die anpacken muss, so, und ich denke mal, jetzt werden Spieler spielen und auf einmal bessere Leistung zeigen, weil die es auch zeigen wollen. Alle, pass auf, das war falsch, dass ich ganze Zeit auf der Bank war, dass man so mit mir umgegangen sind. Jetzt haben die Chance, die wirklich wenig gespielt haben, wie ein Latza zum Beispiel. So ein Palzen, der wird brennen. Ein Salazar, der wird brennen. Ey, die werden brennen, diese Spieler, weil die sagen, boah, warum hat der mich jetzt 2-3 Mal auf der Bank gelassen? Die werden jetzt brennen. Aber ich bin gespannt in der Abwehr da, wie wir da aufstellen. Ich denke mal, Matriciani, der wird nicht mehr spielen erstmal. Gehe ich mal davon aus. Lass mich auch mal was zu Büskens jetzt gerade sagen, ob das eine gute Entscheidung ist oder nicht. Ich finde es, ehrlich gesagt, zu Anfang habe ich auch gesagt, ich wünsche mir einen wie Uwe Neuhaus. Ich wünsche mir einen wie Friedhelm Funkel. Ja, ich sag mal, die Jungs, die halt schon aktiv mal aufgestiegen sind, ja, und die auch, ja, ich sag mal, einfach frischen Wind reinbringen. Ich hatte Bujo überhaupt nicht auf dem Schirm, weil, wie du auch schon sagst, Francesco, der wollte ja gar nicht. Der wollte ja immer nur weiter Co-Trainer sein, der wollte der neue Hermann Gerland sein. Und der geht natürlich jetzt auch ein gewisses Risiko, dass man, ne, sich schnell wieder an ihm auch satt sieht, ja. Er hat es ja offensichtlich geregelt, hat mit Schröder gesprochen, dass er danach wieder ins zweite Glied rücken kann. Insofern alles gut. Aber auch sowas ist natürlich eine Sache, die trotzdem aber auch Konsequenzen für ihn haben kann. Nehmen wir jetzt mal an, er steigt auf, ja, dann ist er plötzlich der Aufstiegstrainer, der sich wieder eingliedern muss hinter einem anderen Trainer wieder. Ne? Das ist natürlich auch wieder ein. Das macht natürlich die Arbeit mit so einem Co-Trainer natürlich auch wieder ein bisschen schwieriger, weil die Fans natürlich auch automatisch hinter ihm stehen, ja, und sagen, hey, ne, Bujo, sag doch mal was, ja, Bujo, ihr versteht schon, es wird halt zu einer sehr starken Persönlichkeit im Falle des Aufstiegs. Wenn Schalke wenn Schalke in der zweiten Liga bleibt, dann eher noch, okay, ja, dann hat es halt nicht gepackt, dann ist er der Co-Trainer. Und dann ist wieder gut. Also erstmal, es hat mich sehr überrascht, erstmal, dass es Büskens geworden ist. Wenn ich mir jetzt aber mal anschaue, ein Büskens ist auch aufgestiegen mit Kräuter Fürth. So, der kennt diese Situation. Ja, der weiß, wie das funktioniert. Und vor allen Dingen, ein Büskens identifiziert sich so krass mit Schalke 04, dass er gerade diese Sachen, ich sag mal, dieses Gemeinschaftsdenken wieder erzeugen kann bei den Spielern, dass er die wieder auf eine gemeinsame Mission schicken kann. Wie du auch sagst, Francesco, der kann die Mannschaft könnte
Ja, könnte. Wir werden sehen, was, wie es nachher ausgeht. Aber die Mannschaft könnte sich für Büskens wirklich zerreißen auf dem Platz. Die könnten wirklich 100% geben. Büskens muss einfach nur schaffen, die Mannschaft, der Mannschaft wieder eine andere Mentalität zu geben, eine frische Mentalität, eine Scheiß drauf, wir geben jetzt alles Mentalität. Und deswegen sage ich, ist Büskens ein super Kandidat jetzt für den Rest der Saison. Ja, ob er es nachher packt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Tendenziell eher nicht, dafür sind wir zu weit weg mittlerweile von den Aufstiegsrängen. Aber ganz aufgeben werde ich es jetzt auch noch nicht, definitiv nicht. Sonst hätte ich auch den Rauswurf von Gramotzes ja nicht fordern brauchen, wenn ich nicht noch an den Aufstieg glauben würde. So, dann hätten wir auch mit Gramotzes den Rest der Saison weiterspielen können, den nach der Saison rauskicken können. Deswegen, also ich drücke Büskens auf jeden Fall die Daumen und ganz ehrlich, finde, wir sollten auch alle ein Stück weit die Kritik zu Anfang gegenüber Mike Büskens tatsächlich auch mal zurückfahren, denn der Mann hat noch kein einziges Spiel gemacht. Ja? So, ich verstehe, ich spreche jetzt nicht über euch beide, aber es ist schon sehr viel auf Twitter und sehr viel auf YouTube auch teilweise schon wieder geschrieben worden. Nach dem Motto, ja, der hat kein großes taktisches Verständnis und sowas alles. Ja, keine Ahnung. Also wer jetzt von einem neuen Trainer auch erwartet, dass er irgendwie ein komplettes neues taktisches Gerüst jetzt noch für 9 Spieltage der Mannschaft mitgibt, weiß ich nicht. Sehe ich halt nicht, ne? Pass mal auf, der Büskens, der stellt Salazar ein bisschen nach innen und dann Chulin auf mit dazu, beide gleichzeitig und die wirbeln sowas von auf dem Platz, weil die Spielfreude entwickeln und dann wird da noch was. Sind ja auch Kumpels, habe ich gerade im Chat gelesen, die beiden. Man muss sich auch mal was trauen. Spielfreude, nicht einfach nur Papier und du da, du da, du da. Ball so, so, so. Nee, nicht, Spielfreude muss rein. Wie unser Norbert auch immer sagte hier, ne, die müssen Spaß haben am Fußballspielen. Mhm. Und auch da oben müssen die Spaß haben, sonst klappt es nicht. Wenn ich meinen Beruf scheiße finde und unglaublich ungern ausübe, dann wird auch das Stück, was ich fabriziere, mies. Na, die müssen Spaß haben. Und das traue ich Büskens zu. Da muss ich schon sagen, traue ich ihm zu. Er hat auch, also mein, das interessiert zwar keine Sau, aber meinen vollen Support jetzt. Das ist aber auch mein Job. Ich bin ja da der Positive immer. Also für mich ist der beste Trainer der Welt im Augenblick Büskens. Fertig. Das ist nun mal so, weil er Schalker Trainer ist. Und das wird bleiben, bis sich rausstellt, dass das falsch ist. Oder nicht. Ich sag mal, wir müssen mal, auch die Realität... Bevor du uns wieder alle in die Realität zurückholst, Francesco, ne? Felsenmeer jetzt zum Beispiel hat gerade nochmal geschrieben, laut Pedda und nach seinem langen Telefonat mit Terodde glaubt der Kader ja nach wie vor an den Aufstieg. Gute Einstellung schon mal. Der Kader muss da gerade dran glauben. Ja, das ist die Voraussetzung, dass sie ihren Job gut machen, dass sie an den Aufstieg glauben. Ja, das müsst ihr mal in eure Birnen auch reinbekommen, dass ohne Glauben funktioniert gar nichts. Ohne Glauben wirst du keinen Erfolg haben. Wenn du nicht an dich selbst glaubst, wenn du kein Selbstvertrauen hast, dann packst du es nicht. Ja? Und ein Stück weit müssen wir uns als Fans auch als Teil natürlich von Schalke 04 sehen und ein Stück weit müssen wir manchmal auch einfach an gewisse Dinge glauben, ja? Und nochmal, ich bin jetzt aktuell gerade bereit daran zu glauben, dass Mike Büskens noch eine gute Restsaison spielen wird. Ob wir es nachher wirklich packen? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Werden wir sehen. Aber nochmal, die Einstellung muss sein, wir packen es in dieser Saison noch. Ja? Für die Mannschaft sowieso. Ja? Wenn ihr das nicht schafft, das zu glauben, okay, ist vollkommen in Ordnung. Aber die Mannschaft muss es. Die muss. Das erwarte ich auch von der Mannschaft. Und ich erwarte, ehrlich gesagt, auch die Kurve kriege ich nicht mehr. Ja, der Gedanke ist weg.
Du erwartest von der Mannschaft ganz einfach, die müssen dran glauben, weil wenn die nicht dran glauben, sorry, dann haben die den falschen Sport erwischt. Ja. Dann müssen die woanders spielen. Dann ist müssen die Schach oder Handball oder Volleyball spielen. Also wenn da einer Feuer entfachen kann, glaube ich, dann ist es Büskens. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist, eigentlich wäre er der ideale Schalke-Trainer. Schalke-Erfahrung, Ruhrpott-Schnauze, Herz, Ruhrpott-Herz, noch wichtiger. Eigentlich, also ja, wie gesagt, wenn es nicht hinhaut, bloß nicht auf den Büskens kloppen. Er versucht es, aber wie gesagt, also wenn, eigentlich, ja, ich habe da großes Vertrauen drin. Müssen wir ja jetzt auch. Geht nicht anders. Wenn mich jemand fragt, glaubst du an den Aufstieg? Ich muss ehrlich, ich bin immer ehrlich zu mir. Nein, glaube ich nicht. Weil für mich sind 6 Punkte zu viel. Zu viel. 6 Punkte sind für mich zu viel, weil du hast 8 Niederlagen schon. 8 Niederlagen und die sind schon zu viel. So, das mit Mike 100%, dass die alles geben, dass wir uns wenigstens die 9 Spiele uns angucken können, wo wir wirklich stolz sein können auf die Truppe. Wenn die dann aufsteigen, hey, ich sage es noch immer, das ist das Wunder von Gelsenkirchen. Ich sage es, dann ist das Wunder von Gelsenkirchen. Man sagt, 6 Punkte geht schnell. Stimmt, 6 Punkte geht schnell. Gewinnt 2 Spiele, die da oben verlieren 2 Spiele, sind wir wieder dran. Ist auch so. Aber die entscheidenden Spiele sind für mich, wenn, wir reden noch von wenn, du gegen Ingolstadt gewinnst, gegen Dresden, Hannover. Und du musst hoffen, dass die Konkurrenz auch Punkte liegen lässt, weil die spielen ja auch alle gegeneinander. So, dann kommen die direkten Vergleiche. Das sind die wichtigsten Spiele dann. Die direkten Vergleiche mit St. Pauli, mit Werder Bremen, beide zu Hause, in Darmstadt, dann in Nürnberg. Nürnberg ist ja jetzt auch dabei. Du hast noch Heidenheim. Du hast 5 Mannschaften, die alle über dir stehen, außer Heidenheim. Jetzt, ich frage jetzt mal einfach andersrum, Francesco. Was spricht denn gerade für Schalke? Unser Herz und die Liebe. Nee, ich frage mal gerade Francesco. Francesco, was spricht gerade für Schalke? Und wenn da 20 Punkte sind, die alle viel schlimmer sind und viel, viel, viel krasser sind. Aber was spricht gerade für Schalke? So, das Problem ist, ich war früher immer mit Hoffnung. Hoffnung, Hoffnung, Hoffnung. Ich hatte immer Hoffnung. Immer. Irgendwann verlierst du langsam diese Hoffnung. Aber nicht jetzt an meinen Verein. An die Art und Weise, wie die Spieler sind, wie die aufgeben. Jetzt durch Büskens kann man sagen, die Hoffnung lebt. Ist so, die Hoffnung lebt. Aber ob das reicht, weiß ich nicht. Ich bin zu skeptisch. Das ist mein Problem. Ich bin zu skeptisch. Ich will so wie ihr, zum Beispiel wie du, Kisti, du hast Hoffnung, dass wir das packen. Ich möchte diese Hoffnung gerne haben. Aber irgendwas blockt mich hier drin. Das Blockade. Ich habe so eine Blockade, wo ich sage, ja, dann habe ich diese Hoffnung und dann werde ich so, boah, mit so einem Nackenschlag liege ich dann wieder auf Boden, weil ich wieder diese Hoffnung habe und wieder mit einem K.O. wieder auf dem Boden liegt. Und das ist, denke ich mal, meine Programm, wo ich sage, ey, ich bleibe lieber skeptisch. Trotzdem, auch wenn ich skeptisch bleibe, hier drinnen, ganz, ganz, ganz wenig, ist die Hoffnung immer da. Ist so, das ist immer so. So, aber ich bleibe trotzdem skeptisch. Trotzdem, aber warten wir ab, Spiel für Spiel jetzt. 9 Spiele, wir dürfen nicht mehr, ich darf auch nicht mehr dran denken, an die anderen 5 Spiele, Spiel für Spiel. Erstmal das Spiel jetzt am Sonntag wird sauschwer gegen den Tabellenletzten. Ja, darf aber nicht. Von daher, wir müssen sowieso jedes Spiel jetzt gewinnen. Fertig. Und ich habe die Hoffnung und ich glaube auch dran. Macht das Leben auch einfacher, Francesco. Ja, ich gehe mal kurz. Sind deine Kinder gesund? Alles klar. Also hast du allen Grund, glücklich zu sein. Andere Sorgen brauchst du gar nicht zu machen. Es sei denn, faktisch steht fest, dass Schalke nicht mehr aufsteigen kann. Dann können wir überlegen, wann nächste Saison kommt. Im Augenblick ist das Wichtige, dass wir alle gesund sind und fertig. Und dann können wir an Schalke denken. Und dann müssen wir positiv denken. Weißt du? Gut gesagt. Ja. Gut gesagt. Aber die Skepsis bleibt bei mir trotzdem. Wir werden ja sehen. Ich kann nichts dafür. Ich kann nichts dafür.
Ja. Wir sind die Deutschen, du der Italiener. Du musst sagen, ja sicher packen wir das. Keine Probleme. Und wir müssen da sitzen. Ja gut, aber weißt du, eigentlich regnet es gerade. Vielleicht, wenn wir 3 Siege hintereinander holen, die anderen verkacken, dann glaube ich wieder dran. Die müssen wir sowieso holen. Also gegen die 3, die jetzt kommen, müssen wir gewinnen. Sonst, glaube ich, machen wir uns mal auf. Was dann? Was dann? Ja, ja, dann will ich mal sehen. Was ist, wenn du das nicht dann gewinnst? Dann sagst ich glaube nicht mehr dran. Nein, dann glaube ich, wir müssen uns darauf fokussieren, in der nächsten zweiten Ligasaison noch stärker zu werden. Ich würde nicht unser Untergang sein. Also, ja. Ich muss aber auch sagen, ich fühle mich in der zweiten, wenn ich mir die Arschkrampen in der ersten Liga angucke, bin ich immer auch nicht auch ganz froh. Sorry. Also ich kann auch nicht mal. Und jetzt kommt wahrscheinlich noch Gladbach und Stuttgart irgendwie dazu. Irgendwie so was nächste Saison. Das wird die Geiste. Also ich sehe das nicht so eng. Ich liebe Schalke, ohne alles. Ich muss aber auch nicht. Weißt du, was uns stark macht? Dass wir zusammen als Schalker und Schalkerinnen, ja, einfach eine, die geilste Gemeinschaft sind. Und ob wir jetzt. Wenn ich mir die erste Liga da angucke, die ganze, es wird immer beschissener. Und jetzt merken dann auch die anderen, merken es ja. Weil ob das jetzt bei, wie heißt das, Doppelpass, spricht man darüber, wie die Leidenschaft flöten geht, wie das flöten geht. Die beneiden doch alle die zweite Liga. Klar, erste Liga wäre geil. Ne? Auch wieder. Aber dann haben wir wieder die Kämpfe gegen Mannschaften, die dann das Geld reinpumpen und dann müssen wir uns wieder damit auseinandersetzen. Ja, sollen wir jetzt ausgliedern? Das kotzt mich jetzt schon an, wenn ich über diese Ausgliederungsscheiße reden muss. Denn dann verkaufen wir Schalke. Im Augenblick ist Schalke hier. Sobald ausgegliedert wird, ist das Schalke, was da spielt, eine Firma und hat mit dem Schalke hier nichts mehr zu tun. Von daher, ich bin da aber sehr, sehr, weiß ich nicht. Für mich ist das was sehr, sehr Emotionales. Ich könnte nicht hingehen und sagen, wir machen jetzt, ich will nicht, dass auch nicht, dass wir an der Börse irgendwie so einen Schrott wie Dortmund, dann kann irgend so ein Arab und irgend so ein anderer Tucker, der sitzt dann irgendwo in Grönland, ist aber ein guter Aktieninvestor, die kaufen dann Teile von unserem Verein. Das ist doch nicht mehr dein Verein. Dein Verein ist nur, wenn es dein Verein ist. Sobald ausgeht, okay, aber das ist ein anderes Thema. Brauchen wir uns ja jetzt nicht mit zu beschäftigen. Aber das kommt alles mit diesem Erstligascheiß. Das kommt alles damit. Trotzdem hoffe ich, dass wir aufsteigen. Und wenn wir direkt wieder runtergehen, haben wir wenigstens eine Saison gutes Geld verdient. Nein, nein, ich will nicht dann wieder runtergehen. Wenn ich dann wieder oben bin, will ich wieder oben bleiben. Ich habe keine Lust wieder, ich habe keine Lust, Fahrstuhlmannschaft zu werden, wie VfL Bochum. Ja. Ich habe kein, darauf habe ich gar keinen Bock. Entweder dann bleibe ich in der zweiten Liga für 2-3 Jahre, baue mir was Gutes auf, damit ich dann gestärkt in der ersten Liga aufsteige und dann eine Mannschaft habe, die in der ersten Liga auch bleibt. Aber ich habe keinen Bock, auf, ab. Haben wir alle keinen Bock, das wissen wir. Das möchte ich nicht. Da habe ich gar keinen Bock drauf, ehrlich. Dann schafft mein Herz nicht mit. Nein, mit dem richtigen Team wäre ja auch schön. Der große Traum wäre natürlich aufsteigen. Mit dem richtigen Team, also Robin Schröder zum Beispiel und ein Trainerteam, wo du sagen kannst, alles und ein Mannschaftsplaner, Mannschaftsmanagement, wo man sagen kann, Alter, die gucken weltweit, die scouten rein, ja, denn der einzige Grund, warum man outsourcen sollte oder auswählen sollte, ist doch, damit noch mehr Geld reinkommt, damit man irgendeinen Idioten kaufen kann für 200 Millionen, was ja schwachsinnig ist. Wenn du aber ein Team hast, das irgendwo weltweit gucken kann, oder auch jetzt nehmen wir mal an, hier, was weiß ich, Finnland, Schweden, Dänemark, Norwegen, keine Ahnung, und die stellen ein super Team zusammen und sind trotzdem erfolgreich in der ersten, das wäre natürlich, da hätte ich, das wäre richtig geil, als allen zu zeigen, ohne diese Schwachsinnsgeldspielerei. Ist aber schwierig. Ist schwierig. Ne? Denn du musst natürlich auch jemanden finden, der länger als eine Saison bei dir bleibt. Wenn andere große Vereine sagen, oh, der ist aber gut, bieten wir ihm mal 50 Mille. Oh. Ja. Das stimmt. Soll ich auch zum Thema Ausgliederung was sagen? Ey, wir gliedern sowieso nicht aus. Das ist kein Thema. Hat doch der Bernd Schröder gesagt. Ist für mich auch nicht. Null Thema. Ist für mich auch nicht. Wenn du, null na, Thema. Und deswegen wirklich, mache ich mir keine Sorgen da. Das war jetzt gerade so random. Aber ja, komm. Kannst du halt nicht bringen, ne? Kannst du wirklich nicht bringen. Gerade bei Schalke 04, wir haben halt einen extremen Wert dadurch, dass wir auch international so wahrgenommen werden als Arbeiterverein, als Verein der normalen kleinen Leute. So. Das würdest du ja sofort berauben, wenn du dich einfach kaufen lässt und
plötzlich mit der großen Kohle um dich schmeißt. So. Ja, deswegen kannst du wirklich nicht bringen. Kann sein, dass wir früher oder später irgendwann mit dieser Einstellung komplett untergehen, ja, weil alle Vereine dann gekauft worden sind. Ja, und alle nur noch Geld scheißen, aber ehrlich gesagt, so viele Milliardäre gibt es, glaube ich, auch nicht auf der Welt. Ich glaube, wir werden immer eine gute Rolle spielen können, gerade mit dem Image, mit dem du dann unterwegs bist. Also deswegen, also ich mache mir überhaupt keine Sorgen da um Schalke 04, selbst wenn nie ausgegliedert wird. Überhaupt nicht. Gut, ja, sehe ich auch so. Ja. Ja, gut. Ne? Ja, was sagt ihr denn zum neuen alten Torwarttrainer? Guten Tag. Guten Tag, Francesco. Was sagst du zu Simon Hänzler wieder? Ja, war mir klar, dass er wieder zurückkommt irgendwie, weil der war ja ein guter Verbündeter von Mike Büskens. Den hat ja der Dimi nicht mehr gewollt und man muss auch beachten, der war ja noch auf der Gehaltsliste von Schalke. Da holst du einen wieder zurück, den wir sowieso bezahlen. Ne? Da sparst du das Geld wieder, um einen ganz neuen Torwarttrainer zu holen. Und damals der Stefan Hänzel, der macht eigentlich immer gute Arbeit. Deswegen finde ich das gut. Wir haben ja viele wieder rekrutiert. Wie heißt das? Rekrutiert. Die auf der Gehaltsliste von Schalke stehen. Die haben wir wieder zurückgeholt. So brauchst du auch kein Geld auszugeben. So sparst du ja. Du bleibst immer an das gleiche Geld. So. Finde ich gut, dass sie den wieder geholt haben. Er hat ja Schalke gelebt. Er war 6-7 Jahre alt Torwarttrainer bei Schalke. Da kam Dimi, hat ihn geköpft. Tschüss, hau rein. Da waren wir auch alle verdutzt, oder? Da waren wir, glaube ich, damals auch alle verdutzt. Warum? Weil ein Minuszeichen auf der Dimi-Seite ist das war ein Minuszeichen für mich, als der den Torwarttrainer hat. Ja, man muss auch so sagen, jeder Trainer kann selbst entscheiden, wen er als Team im Team haben möchte. Da kannst du jetzt auch nicht. Ja, ist so, du kannst immer selbst entscheiden, wen möchte ich als Trainer, wen möchte ich als Team, da. Kannst du immer selbst entscheiden. Da kannst du jetzt auch keinen Vorwurf machen, indem er, hey, du hast ihn abgesägt, deswegen scheiße ich, Nein, ich sag nicht. Ein kleiner Minuspunkt auf der Seite Dimi. Das heißt Scheiße. Die hat mir nicht gepackt. Warum bist du so böse jetzt, Andreas, zum Dimi? Das verstehe ich gar nicht. Nein. Ich hab doch nur gesagt, das ist ein kleiner Minuspunkt auf dieser Rechnerei, die ich mir mache. Ne? Also das. Also voll fies jetzt gerade von dir gegenüber dem Dimitrios Gramotzes. Ich brüll Adram ja eben, dass er mir gefälligst einen scheiß Cappuccino bringt. Jetzt hast du ihn weggejagt. Ja, was soll das? Nein, ja, aber wieder. Jetzt kommt wieder die neue Diskussionsrunde. Hänsel, Fährmann. Ich glaube nicht, dass jetzt in der Saison gewechselt wird. Oder? Was glaubst du? Hat dich der Freisel jetzt eigentlich so überzeugt, dass du sagst, boah, der war klasse im Tor? Nee, das nicht, aber Fährmann hat so schlecht ausgesehen gegen Köln, das wiegt bei mir immer noch nach. Ey, ja, schön, aber der Freisel, pass auf, 1-0 gegen Rostock. Für mich, wie der da stand, 1-0, den kannst du als guter, sehr guter Torwart. Hat 1-0 war, da ist er wirklich komisch zur Seite gefallen irgendwie, ne? Sorry, ein richtig guter Torwart, ein richtig, richtig, richtig guter Torwart, den hätte er mit dem Fuß abgewehrt. Sorry, da sage ich ja, der Freisel hält selten hundertprozentiger. Das hat er in ein oder zwei Spiele mal gemacht. So, aber der hält selten, dass der die Mannschaft so einen Rückhalt gibt, zu sagen, pass mal auf, wenn ihr vorne das Ding nicht macht, ich halte hier alles hin. Das hat er nur gegen Paderborn gemacht. Da hat er wirklich, da habe ich ihn auch gelobt. Ich lobe ja auch immer die Spieler oder den Torwart, wenn die gut sind. Aber für mich hat der Freisel keinen Rückhalt gezeigt, wo der den Fährmann abgelöst hat. Hast du zwei Torhüter gehabt, die wirklich keinen Rückhalt gegeben, muss man sagen. Wir müssen ja auch den Fährmann, muss ich jetzt auch in der Hinsicht sagen, er war ja jetzt auch nicht überragend. Ne? Aber deswegen sage ich,
der Freisel bei den 4 Gegentore, halt doch mal einen unhaltbaren. Ha, mach das doch. Zeig doch der Mannschaft, du bist der Rückhalt. Du bist die Nummer 1. Zeig das doch. Hat er nicht. Fertig. So, und da, wenn jetzt wieder eine Torwartdiskussion kommt, kann ich mir gut vorstellen, nicht in diesem Spiel vielleicht, vielleicht im nächsten, wenn der Freisel wieder unsicher ist, dann wieder Torwartwechsel kommt. Gehe ich davon aus. Pass mal auf. Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Ich glaube ja nicht dran, weil, keine Ahnung, dafür war Fährmann jetzt wirklich, hat er sich wirklich nicht gut präsentiert. Aber ja, vielleicht hast du recht. Gucken. Ja. Für nächste Saison ist auf jeden Fall wieder Torwartfrage offen, steht für mich fest. Für nächste Saison, ich glaube, das wird wieder ein offenes Torwartduell geben in der Vorbereitung. Zwischen wem mal, auch holen immer. Sich einen neuen. Ja. Ich denke mal, Freisel wird gehen. Mit Freisel würde ich auch nicht verlängern, bin ich ehrlich. Mit Freisel würde ich nicht verlängern. Bin ich ehrlich, was willst du mit denen verlängern? Dann hole ich mir einen jungen Torwart. Einen jungen Torwart, der Freisel ist ja auch jetzt um die 28. Ungefähr, ja. So, und ich bin wirklich, ich habe nichts gegen Freisel, ist ein sympathischer Kerl, wirklich top, aber für mich reicht das nicht als der ist ein Durchschnitt-Torwart, durchschnittlicher Torwart. Wenn einer mir erzählt, der ist ein super Torwart, sorry, dann habt ihr noch nie richtig einen guten Torwart gesehen. So, aber der ist für mich Durchschnittstorwart und ich denke mal, für die nächste Saison werden die sich auf dem Markt auf jeden Fall einen neuen Torwart schon mal suchen. Weil der Fährmann wird auch nicht die Nummer 1 sein, das müssen wir klipp und klar sagen. Da sind wir ehrlich miteinander. Vielleicht eine gute Nummer 2 oder vielleicht auch eine gute Nummer 3, aber er wird keine Nummer 1 mehr so sein, wie der Fährmann früher war. Wird er nicht. Da brauchen wir einen jungen, wirklich gut talentierten Torwart. Wart's ab. Früher oder später steht er wieder im Tor. Ja, dann wart ab. Die Saison ist noch nicht zu Ende. Ich freue mich auf Ralle. Ich war da erst ja nicht so und habe gesagt, so komm. Aber ich bin ja immer wie ein Fähnchen im Wind. Aber ich freue mich auf Ralle und die Ruhe, die er reinbringt. Für mich war pro Freisel, dass er ein bisschen aktiver ist. Jetzt macht mich genau das Aktive ein bisschen nervös. Und dann war noch pro Freisel am Anfang, dass ich gedacht habe, er kommuniziert mit der Abwehr besser. Und also gerade im letzten Spiel hat man gemerkt, da kann nicht viel mit Kommunikation gewesen sein. Oder vielleicht standen die zu weit weg, dass sie ihn nicht gehört haben. Keine Ahnung. Und dieser Freistoß war ja auch Unsinn. Das war wie ein Abschlag geschlagen, hoch rein, da konnte eh nichts raus werden. Hätte sich auch sparen können, da diese Aktion. Aber naja. Ja, werden wir jetzt sehen. Ich bin gespannt schon. Aber habt ihr gesehen, wie unser Bujo das Training mit dabei ist, obwohl er in Corona-Quarantäne ist? Ich habe mir sein Video angesehen. Der sitzt zu Hause. Sitzt da barfuß, zu Hause. Ne? Ja, genau. Die Kamera, der Fernseher und dann schaut er sich da Training und kommuniziert mit dem, wie die trainieren. Ey, habe ich noch nie gesehen. So was habe ich noch nie gesehen. Zum ersten Mal. Ich habe gedacht, geil, wie geil ist das denn? Ich hätte mir nur noch, daneben noch Peter Neururer. Beide sitzen so einfach simpeln. Bei einer Currywurst. Und diskutieren. Ja, sicher, bei einer Currywurst. Der eine hat einen Schnitzel, der andere eine Currywurst und beide sitzen da. Da musst du noch, aber da musst du noch hier, ja sicher. Finde ich geil. Weiß ich nicht. Ich bin gespannt auf Sonntag. Ich weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie er spielen lässt, was er vorhat, weil er war ja, wie lange war er, ist er aus dem Trainerstab weg, wo der Coach war, richtiger Coach. Wie lange ist das her? Seine letzte Trainerstation war, glaube ich, Rapid, ne? Oder? Irgendwo in Österreich, oder? Was, wer? Von Büskens, sein letztes Mal, war das nicht in Österreich? Ist das nicht Düsseldorf? Ich weiß das nicht. Ich frage euch. Ich weiß das nicht mehr. Ich weiß, dass er zweimal war der Schalke-Coach. Ist immer Interimscoach geworden, weil die haben verkackt. Da ist er zweimal eingestiegen als Coach bei Schalke. Das weiß ich, zweimal. Mhm. Jetzt ist das dritte Mal, dass er jetzt wieder einspringt bei uns. Na, Rapid Wien. Wo war Rapid Wien, ne? Ja, Düsseldorf, Rapid, aber auch unglücklich. Ne? Da war auch nicht. Einzigster Erfolg hatte er bei Greuther Fürth gehabt mit dem Aufstieg. Ja, ja. Und wo der mit Greuther Fürth sogar bei uns in der Arena gewonnen hat, 2-1. Ja. Kann ich mich noch gut erinnern. Das war gut. Damals
War nicht Gerald Asamoah damals auch Spieler bei Greuther Fürth? Kann sein, ne? Ja, Kann ich auch meine sein, wohl. ja, ne? Oder vertue ich mich da jetzt? Nee, der war bei Könnte Pauli. Bei Pauli, aber ich meine auch bei Fürth, ne? Boah, lass mal ich nachgucken. weiß ja nicht. Der Lone Wolf schaut bestimmt jetzt gerade nach. Ich glaube, ich weiß das jetzt nicht 100%, ne? Jetzt. Ich gucke gerade, ja, bei Greuther Fürth. Stimmt. Büskens war zuletzt Trainer der deutschen U15-Nationalmannschaft. Nein, ich meine nicht von der Jugend, Senioren. Sascha Rothmann, ich meinte Senioren, nicht Jugendmannschaft. Jubelunde, Francesco, Google kennst du, ja, aber mein Handy ist da dran, da kann ich nicht googeln. Google. So, Thorsten schreibt gerade, jetzt muss dafür direkt am Sonntag in Ingolstadt ein Sieg her. Ey, Ingolstadt, zwar Tabellenletzter, aber Werder Bremen haben sie einen Unentschieden abgerungen, ne? Wann? 1-2 haben die gespielt, oder? Haben die nicht Unentschieden Wann war gespielt? das? Oh, warte, habe ich mich vertan? Die haben doch jetzt die letzten Spiele verloren, oder? Ingolstadt? Warte, ich guck mal gerade. Die haben jetzt verloren, 3-0 zu Hause. Ja, das schon, aber warte. Gegen Bremen haben die hier verloren, Gegen aber Bremen ganz haben die knapp. un nee, nee, unentschieden haben die gespielt. Oh, 1-1. 1-1, ne? Ja. Wann war das? Vor ein paar Einfach mal einen Wochen? schlechten Tag gehabt, ne? Das war, also die letzten Spiele von Ingolstadt waren 3-0 verloren gegen Düsseldorf, dann 3-1 verloren gegen St. Pauli. Ist auch irgendwie noch. Okay, Düsseldorf jetzt nicht. Gegen 3-0 gegen Düsseldorf ist jetzt auch nicht so stark. Aber dann gegen Werder 1-1 gespielt und gegen Sandhausen 0-0. Sandhausen, beste, zweitbeste Rückrundenmannschaft. Glaubt man gar Seit nicht. der Kutte schon da bist. Ja, stimmt. Aber spielt der Kutucu eigentlich? Ich weiß, ich glaube nicht, der kam letztes Mal nur kurz zum Einsatz. Ich guck mal nach. Der ist kein Stammspieler. Der ist kein Stammspieler. Oh, tatsächlich. Oh, wieder. Oh. Ja, lass Thema wechseln. Ja, Ingolstadt, Leute. Wie geht's Was aus? erwartet uns? Eigentlich, letztes Mal war das ja richtig, ne? Ich habe ja 4 Tore gesagt, ne? Aber für den falschen Verein, ne? Die 4 Tore, ne? Und ohne Gegentor. Schwierig, ich kann es nicht, boah, schwierig. Ey. Eigentlich musst du gewinnen. Jetzt eigentlich neuer Impuls. Ist der Büskens an der Linie oder nicht? Steht noch nicht fest, ne? Ich glaube, das ist wahrscheinlich davon abhängig, ob der sich freitesten darf. Aber der ist doch geimpft, wenn er keine Symptome hat. Okay, der hat der Corona, der darf nicht. Ich kann mir das nicht vorstellen, wenn er zu Hause ist oder wird der Samon mit seinem Handy so das Spielfeld zeigen? Ey, sag mal, was soll ich der Mannschaft sagen? Okay, ey, lauf! Was? Okay. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Wenn der Büskens jetzt nicht da ist, an der Linie, wer ist an der Linie? Der Asamoah oder der dieser wie heißt der Kretz? Boah, wie heißt der nochmal? Hochland. Nein, der andere da. Simon Kretzler, da ist. Ja, Nein, wie heißt der mir nochmal? fällt der Name jetzt auch nicht ein. Warte. Guido Kretschmer. Nein, wie heißt der nochmal? Wenn ich das jetzt am Handy mache, seid ihr dann wieder weg. Dann sehe ich euch wieder nicht. Dann seid ihr wieder weg. Kalle Klatschhammer. Warte, ich suche das mal. Der heißt, den Hogland haben sie jetzt dazu geholt von der U17, weil der Büskens ja nicht da ist. Der soll ein bisschen helfen. Aber der Co-Trainer ist der, boah, hier, Kreuzer, genau. Danke. Danke euch. Ich kann mich auf den Chat verlassen. Ich danke euch. Kuss geht an euch raus, alle. Kreuzer heißt der. Der ist der Co-Trainer, der das dann an der Außenlinie, denke ich mal, leiten wird. Jetzt hast du aber sehr lange drumherum geredet, jetzt um den heißen Brei, ne? Wie geht denn das Spiel jetzt aus, Francesco? Ja. Okay. Sieg.
Wie hoch? Ja, Sieg. Wir kassieren auf jeden Fall ein Tor, weil irgendwie 1-3. 1-3. Wir sind. Die werden sich den Arsch aufreißen. 1-3. Gut, ich sag 1-4. Ich nehme dein Ergebnis. Okay, darfst du ruhig. Gut. Sage 0-5. Boah, du doch. Du legst dich aber. Er haut wieder. Du legst dich aber. Er haut wieder. Du legst dich. Das wird. Eins, aber das wird. Das wird. Ich sag mal, das wird richtig eng. Das wird bis zum Schluss wirklich knapp und dann machen wir einen Konter, setzen wir einen Konter und dann haben wir das entschieden. Aber das wird bis zum Schluss richtig eng. Wenn wir so spielen wie gegen Rostock, dann verlieren wir. Das wird nicht passieren, dass wir solche Konter wieder kassieren, weil dann kannst du nicht nochmal solche Konter dir zulassen. Ja, weil Salif Sané wird ja sowieso definitiv nicht spielen. Was hat er? Wurde schon klargestellt, was er für eine Verletzung hat? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass dieser Lode auch mal spielt. Jo. Ja. Den, ich weiß ja gar nicht, für was die den dann geholt haben. Ja, verstehe ich auch nicht. Ich fand ihn eigentlich auch ganz gut, so in den paar Einsätzen, die er jetzt gehabt hat. Ich fand ihn eigentlich ganz, ganz ordentlich, ganz souverän. So. Also das verstehe ich dann tatsächlich auch nicht. Ich meine, in der Hinrunde hatten wir ja auch schon mal so einen. Ich habe schon den Namen vergessen. Guck mal, so schnell geht das. Der Belgier, den war... Wouters? Wouters, ja. Genau. Dries. Dries. Dries Wouters. Oh, das war mal ein richtiger Dries, du, mein Junge. Ja, das wie... Pass mal auf. Wie Max. Ich sag, Schalke ballert die 5-0 weg. Die werden auf den Platz kommen mit so viel Spielspaß und so viel, denen wird das so Bock machen, mit dem Bujo zu trainieren. Selbst im Augenblick, wenn er nur von zu Hause und da am Telefon... Das wird denen so Spaß machen... Ich glaube, die sind richtig geladen. Ja, Andreas, einfach wegknallen, sagt man so leicht. Du spielst gegen den Tabellenletzten, du kannst dich nur blamieren. Das ist das Problem, das kann auch in den Köpfen drin sein, weil gegen den Tabellenletzten zu spielen, das ist das schwerste Spiel in der ganzen Saison. Das ist das schwerste Spiel in der ganzen Saison gegen den Tabellenletzten. Du kannst da nur verlieren. Da kannst du nur verlieren. In der Hinsicht jetzt nicht das Spiel verlieren, aber der Druck ist so jetzt enorm bei Schalke, weil alle erwarten, neue mit Büskens, Schalker-Trainer, der Schalke kennt, der Schalke in- und auswendig kennt, Schalker durch und durch. Alle erwarten jetzt einen Sieg gegen die Tabellenletzten. Alle. Und das kann auch der Druck erzeugen. Hier. Kann hier. Auch. Und dann, wenn. Ja, kann. Dann ist, deswegen sage ich ja, das wird ein 1-3 tippig, weil das knapp wird, richtig, richtig enges Spiel. Bin ich 100%, aber kein 5-0. Niemals werden wir 5-0 gewinnen, wie in Aue. Kann ich mir nicht vorstellen. Da muss aber wirklich alles klappen an den Tag. Was kriege ich denn, wenn wir 5-0 gewinnen? Ich schicke dir eine Pizza hier. Welche Pizza willst du haben? Thunfisch mit Ananas. Mit Ananas. Schicke ich per Post, egal wie die ankommt, die musst du dann essen. Bleib. Ich sage, normalerweise würde ich sagen 3-1, aber weil Stefan Hückelheim gesagt hat, Andreas, dein Sinn für Realismus ist so ausgeprägt wie der vom Dicken, sage ich ganz klar 5-0. Und pass mal auf, die kommen, vielleicht wird es ein 4-0. Vielleicht. Aber vielleicht auch ein 5-0. Hey, lass 5-0, kann ja auch sein. Chef, auf einmal kommt 5-0. Könnte ich jetzt eigentlich in der Pizzeria bei dir in der Nähe anrufen und dir eine Pizza bestellen? Dann sagst du nach Münster, ne? Ob sie die dann liefern lassen? Scheiße, jetzt habe ich doch Tipps gegeben. Oder ich esse die für dich. Ey, oder ich esse für dich. Dann kannst du ja zugucken. Ja. Du bestellst, ich esse für dich. Ja. Oh ja, noch alle Lazar, Drechsler. Ja, Leroy, ich sehe es genauso. Da wird sehr viel Erfahrung und Enthusiasmus auflaufen. Was denkt ihr, wer den er spielen lässt? Was könnt ihr euch vorstellen, wen der Mike jetzt spielen lässt? Schatkowski. Ich rechne mit Schatkowski und Pieringer. Ach, den gibt es ja auch noch, den Schatkowski. Ja, ja. Den habe ich ja ganz vergessen. Ist Ramftl noch da? Ja. Vielleicht wird der Ramftl unter Büskens ausspielen. Pass mal auf. Ihr lacht alle, ne? Wir lachen alle. Aber hat das einer besser gemacht zur Zeit für Ramftl?
Ja, Windheim. 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 Ja, nein. Ja. Außer Chulinov. Ja, tun wir mal Chulinov weg, weil Chulinov. Wer hat das besser gemacht? Windheim. Chulinov. Hey, du, ich hab dir gesagt, Windheim, tun wir den mal weg. Aydin. Nein, aber ich denke mal, könnte möglich sein, dass der unter den Büskens, vielleicht gibt er ihm die Chance. Könnte auch sein, dass Piringer jetzt unter Büskens auf einmal. Boah, Piringer, bitte, ey. Boah, Piringer. Der hat das Spiel gegen Rostock verloren. Wäre der Ball reingegangen, wäre das Spiel ganz anders verlaufen. Der hätte reingehen müssen. Welche Situation? Der hat doch gar keine. Hat der überhaupt den Ball mal berührt? Im Spiel, wo der reinkam? Nee, wer hat den versaut, den ersten Ball, der hätte reingehen müssen? Ich weiß nicht, welche Situation. Weiß ich nicht, 5., 10. Ich weiß nicht, ich bin mit dem Chat beschäftigt, wenn ich das streame. Welche 5., 10. Minute? Der hat nicht von Anfang an gespielt. Dann, wer war es denn? Wer hat denn diesen Ball versaut? Oh, Bülter war das? War das Bülter, der den verkauft? Wie guckst du das Spiel, sagt er. Boah, ey, Andreas. Du weißt ja, der kam in den zweiten Hand, der war nicht von Anfang an. Dann Bülter, war das Bülter? Wer hat denn den Ball? Da muss ich den Piranha jetzt mal verteidigen. Ey. Der hat doch keinen Ball gesehen, wo der reinkam. Ich weiß doch nicht mal, ob der den Ball berührt hat. Dann war es, okay, dann war es Bülter. Aber ich habe gemerkt, gegen Rostock waren viele YouTuber da, ne? Habt ihr das mal mitverfolgt? Ja, okay, gegen KSC war das dann. Stadion-Vlogs und ja. Das war cool. Ich habe gesehen, der von Rostock war da. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Max, ne? Unser Cedric Zelmat war da, Corner. Cedric hat sie auch einfach alle getroffen, ne? Hast du gesehen bei Instagram? Habe ich gesehen, er trifft alle, ne? Er hat einfach Gamer Brother, Max und Mohammed getroffen. Also das musst du ihm auch erstmal nachmachen. Aber waren die alle da in dem Gebiet, wo er war, die ganze Zeit, oder ist er da rumgelaufen? Warum? Ne, ich denke, die waren auf der gleichen Tribüne. Ja, weil die waren ja in der Nähe von Rostock. Weil Rostock war links. Ich habe ja diesen Max gesehen. Ähnlich. Tide war drüber. Ja. Der Tide war ja über Max. Weil ich habe ja bei Tide seinen Vlog gesehen. Stimmt, wenn der Tide war da, ja. Ja, der war genau über Max. Habe ich nur gesehen, wie der Max da mit seinem Handy war. Und der Tide war genau. Ja, ich versuche ja, mein Vater geht morgen in eine Geschäftsstelle und versucht jetzt 4 Karten zu holen gegen Hannover. Hannover. Was ist eigentlich mit dem Bremen-Spiel? Boah. Sind wir da eigentlich alle im Stadion? Also Nico kommt auch wohl. Nico hat auch Bock. Wir müssen gucken wegen Karten, ne? Ja, ich hoffe. Da darf ich mal, da muss ich meine Kinder sagen, die dürfen nicht mit. Nee. Verbot. Da muss ich sagen, die Dürfen. Warum nicht? Ich passe auf die Kinder auch so lange. Ja. Ich will schön mit euch in Ruhe, Ben. Aber bis dahin, die Karten kannst du ja noch nicht bestellen. Da muss erst mal warten. Ich glaube sowieso nicht, ne, von hier aus. Ich müsste mich da schon an jemand wenden, der das vielleicht machen kann. Ja, ich guck mal, wenn ich zur Geschäftsstelle gehe, wie viele Karten man bestellen kann. Nordkurve oder wo? Am allerliebsten, obwohl, ich weiß nicht, meine Frau ist dabei. Und mein Neffe. Lieber Sitzplatz. Hauptsache, das Bier läuft. Trink ja nicht. Hauptsache da, für mich ist das egal. Hauptsache da. Am liebsten wäre natürlich Nordkurve, aber nee, ich möchte am liebsten dafür alle zusammensitzen. Das wäre richtig geil. Dann müsste ich mal den Carsten fragen. Da hat er gute Connection. Weil wenn ich Geschäftsstelle sind, ist das manchmal so eine Sache, ob wir dann zusammensitzen oder nicht, ne? Weil diesmal wird das ja, denke ich mal, volles Stadion, volle Kapazität gegen Bremen. Ja, hör mal, wir alle zusammen, haben wir ja fast 20.000 Abonnenten, da werden die doch wohl nochmal was machen können für uns. Weil jetzt heute war, ab gestern war das schon, für die Dauerkarten ist wieder auf. Ne, für die Dauerkartenbesitzer ist wieder auf. Mhm. Und deswegen, wenn die Dauerkarten. Aber ich weiß jetzt nicht, ob die jetzt alle da wieder hingehen, die Dauerkartenbesitzer. Bin ich gespannt, weil
dann wird das auch schwierig zu kriegen, fünf Karten. Was ich nochmal fragen wollte, obwohl, nee, mache ich nachher. Fällt mir gerade ein, mache ich nachher. Okay. Ja. Der Matthias schreibt, bin im Gästeblock, dann vielleicht sehen wir uns ja. Welche Gästeblock? Bei Bremen, hast du schon Karte für Schalke, Bremen? Das geht nicht. Hast du schon mal einmal den Chat gefragt, ob sie jetzt mit Büskens an den Aufstieg glauben? Nee. Soll ich das machen? Nee. Glauben? Ja, mach mal ganz kurz. Lass uns doch mal ein bisschen bleiben. Ich will mal gerne mal wissen, bei 133 Leuten und nur 89 Likes, das enttäuscht mich wirklich, Jungs. Ich verstehe nicht, warum ihr nicht auf den Buller da dick drückt. Ne? Macht mal die 100 Likes mal voll hier. Ich würde gerne mal den Chat fragen, ob die dran glauben mit Büskens. Da bin ich neugierig. Dann Stimme ab. Ja, Abstimmung können wir aufhören. 100% sagt ja, oh, okay, zu spät. Ich dachte, wir machen russische Wahl. Da bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. Vassili hat aber noch Hoffnung. Oh, Vassili, was für eine Band mache ich denn jetzt zunächst? Übrigens habe ich einen reingewürgt gekriegt. Also, nee, ich durfte es veröffentlichen von Destruction. Kriege ich aber keine Kohle für. Aber das ist auch in Ordnung. Hauptsache, das ist lustig anzusehen. Hier, vielleicht werden wir auch einen Spieler von der U23 vielleicht sehen in den Wochen. Wenn wir noch länger talken, muss ich noch mal eben kurz eine Runde austreten. Dann gehen wir. Dann gehen wir austreten ein bisschen. Ja. Bis gleich. Leon Cienza von der U23. Interessanter Spieler wird das sein, den ich gerne meine Profimannschaft sehen möchte. Kann ich nicht so sagen. Musst du mal googeln und dir mal die Highlights von ihm sehen. Ist ein Brasilianer, 23 Jahre alt. Hat bisher sehr gute Leistungen in der U23 gespielt. Und für mich wäre das ein Kandidat, den mal auszuprobieren in der unserer Mannschaft, in der Profimannschaft. Ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass wir da Talentnachwuchs haben. Das ist ja schon mal schön. Talent haben wir. Das nächste Spiel ist Sonntag, ne? Sonntag, 13.30 Uhr. Da bin ich zu Hause alleine gucken. Ohne meine Kinder, ey. Toll. Francesco allein zu Hause. Ja, weil ist ja Sonntag. 13.30 Uhr ist ja italienische Familienzeit. Wie hast du dich denn da rausschleichen können? Meine Schwiegermama weiß das. Die weiß das, ne, dass ich YouTube mache über Schalke und da drückt sie noch zwei Augen zu. Ne? Na gut. Sie sagt ja, wir leiden ja schon zu oft mit Schalke. Ja, bin ich mal gespannt. Aber wir haben bis Sonntag warten. Das ist schon wieder ätzend. Ich weiß. Aber ich hab zum Glück ja Training mit meinen Jungs morgen schon. Andreas, wir haben Samstag gewonnen. Sauber! Mit 3-1. Dir als Trainer? Hammer, ne? Wir sind jetzt seit 3 Spielen ungeschlagen in der Meisterschaft. Wir haben 3 Spiele gehabt, alle 3 noch ungeschlagen. Und unser erster Sieg nach langer Zeit wieder. Ja, denn 3-mal ungeschlagen, dann schickt er mal an Schalke, sag hier, ich habe vorgelegt, jetzt seid ihr dran. Ja, wir haben gewonnen am Samstag und ich habe mich so mega gefreut, boah, wenn Schalke noch gewinnt, ey, der perfekte Samstag. Und dann haben sie mir so einen reingewirkt, dass der Sieg von meinen Jungs konnte ich nicht so genießen, wie ich mir das genießen wollte. Deswegen Dankeschön nochmals. Norman Rode sagt, Schalke macht das spannend, Relegationsplatz und dann Siegtor in der 94. Minute. Dann kannst du mich danach aber auch einliefern, glaube ich. Dann brauche ich erst mal 3 Wochen Urlaub. Essener 04 sagt, hoffe, dass die Ultras wieder zurückkommen. Wäre wichtig für die Stimmung. Ja, die Ultras werden bald kurz zurückkommen, wenn die Kapazität wieder voll wird. Da kannst du 100% gefasst sein. Bisher glaubt ihr an den Aufstieg?
65% glauben an den Aufstieg und 35% nein. Sieht eigentlich gut aus, positiv, ne? Ich kann halt nicht, ich kann da nicht auf Nein drücken. Das geht gegen meine, das wäre genau, wenn ich jetzt religiös wäre. Kann ich ja nicht sagen, ja, nö, Jesus ja oder nein. Dann sage ich nein, geht nicht, kann ich nicht. Klar glaube ich dran. Solange es mathematisch möglich ist, glaube ich immer dran. Kann da nicht. Da bin ich, ich bin wahrscheinlich da zu viel emotionaler. Ich liebe alles über alles. Das Essen und wenn das nur eine scheiß Pommes Currywurst ist und der Dialekt und wie die Leute miteinander. Ich liebe einfach alles so sehr. Ich kann nicht gegen Schalke ziehen. Ich kann nicht. Also solange es rechnerisch möglich ist, immer. Immer. Ja, geht nicht anders. Das kann ich nicht. Ich bin bekloppt vielleicht. Nein. Prozent. Oh, Relegation, könntet ihr euch vorstellen, Schalke in der Relegation gegen Hertha BSC Berlin? Wenn du mir garantierst, Schalke gewinnt. Ja, dann nehme ich das. Nein, aber stellt euch mal wirklich vor, Schalke gegen Hertha BSC in der Relegation. Ey, das wär zu krass. Das wäre wirklich zu krass. Das würde mir auch den Kopf wegsprengen. Hat man das abgeschafft mit Hin- und Rückspiel? Oder ist das jetzt nur noch ein? Ich weiß das gar nicht. Ich weiß das nicht. Die haben das abgeschafft mit der Torregelung. Mit dem Auswärtstor. Das ist, glaube ich, weg. Das Auswärtstor doppelt zählt. Das haben sie, glaube ich, weggemacht. Das haben sie ja auch in der Champions League weggemacht. Europa League. Ich denke mal, das haben die auch da. Ich weiß nicht, Hin- und Rückspiel gibt es das, glaube ich, noch immer, ne? Oder? Das weiß ich, dass Hin- und Rückspiel noch gibt. Wäre schön, wenn nur ein Spiel ist, meinst du? Ich bin mir da nicht sicher, aber ich bin mir sicher, dass jetzt hier jeder mal eben den Abo-Button drücken sollte. Drücken, ja, sonst wird er niemand mit dem blauen Lambo. Ja, richtig, ja. Genau. Hallo? Wo ist mein Lambo, Leute? Frech. Ich habe mal... Habt ihr mal mitgekriegt, dass unsere ausgeliehenen Spieler oder die Spieler, die nicht mehr bei Schalke sind, wie ein Matondo, wie ein Rahman gerade aufblühen? Rahman ist guter Spieler. Oder Coutinho. Rahman, aber als Edeljoker, ne? Nicht Stammspieler. Er ist nur Edeljoker. Edeljoker und dann schon 8 Buhnen oder 9 Buhnen. Er ist kein Stammspieler, ne? Und dann reden wir von einer belgische Liga, ne? Ach so, ja, dann. Und Matondo ist Stammspieler und hat schon 9 Hütten, ne? Der hat einen Lauf. Ja, dann kommen die alle zurück und, kommen nicht. Raman ist weg. Ja. Matondo ist ausgeliehen mit Kaufoption. Mit Kaufoption, glaube ich. Ja, wir haben nur Kabak und Harit kommen zurück. Aber ich denke mal, der Schröder, der ist schon bestimmt mit anderen am Verhandeln. Wollt ihr den nicht haben? Harit, ja. Ja, den musst du irgendwo ausverleihen. Vielleicht in der Türkei, auch ab in die Türkei. Ich denke immer noch an Kabak, ne? Wenn Kabak das jetzt ernsthaft bringt, mit Norwich auch noch abzusteigen, dann ist er mit 3 Vereinen schon abgestiegen und ist immer noch so gefühlt, immer noch ein gehypter Innenverteidiger, was keiner, glaube ich, mehr so richtig versteht. Ja, ist gut. Ja. Guter Junge. Die Austragung der Relegationsspiele ist für den 1. und 5. Juni 2023 geplant. Hä? Die Relegationsspiel hat jetzt hat der Lone Wolf das weggemacht. Der Lone. Ja, 22, los? Nicht 23. Das wäre 22, da stand 23. Aber ich weiß das jetzt. Ist das ja so richtig? In 3 Wochen ist dann wieder Pause, ne?
63% glauben an den Aufstieg. Ey Leute, aber wir haben heute ein paar Abonnenten wirklich gewonnen. Dafür schon mal danke. Ich meine 10, ne? 733 oder 732, womit sind wir in den Stream gegangen? Mit 735, glaube ich, oder? 35? Ja, okay, dann sind es 7. Aber dafür schon mal danke. Danke, danke, danke. Danke. Das ist der danke. Wahnsinn. Andreas sagt auch lieb danke. Ja, danke. Grazie, mille grazie, grazie, grazie. Ich und eine Frage, Casey. Wie war das eigentlich bei Real Nico, dieses Zweit-Bundesliga-Talk? Erzähl mal ein bisschen. Ach, gestern oder was? Ich weiß nicht, wann war das? Gestern? Ich habe ja heute ein bisschen geguckt. Ich gucke ja nachher ein bisschen weiter. Gut, war schön. Also Nico hat mich spontan morgens angerufen oder hat mich spontan geschrieben. Ey, ich mache heute Abend einen Zweitliga-Talk. Bist du dabei? Da habe ich erst mal gesagt, nö, ich stream selber. Und dann meinte er, ach komm schon. Habe ich gesagt, ja komm, einmal für dich tue ich's. Ja, und ja, war cool, war wirklich schön. Ja, muss ich echt sagen. Ich hatte mit den dreien, ja, hatte ich sowieso schon immer auch Kontakt. Das sind alle drei sehr feine Jungs und das war cool, ja. Hat Spaß gemacht zuzugucken. Ich gucke ja, ich habe ja ein bisschen geguckt, aber werde weiter gucken. Ja. Geht ja 3 Stunden, glaube ich, ne? Ja, zwei müsste es gehen, ja. Zwei? Mhm. Zwei? Zwei. Schaue ich mir nachher an. Ja. Kann ich euch mal eben fragen, kann man eine GoPro mit ins Stadion nehmen? Ja, ne? Ich glaube, Martin nimmt seinen ganzen DJI Gimbal mit. Eine GoPro kannst du mitnehmen, ja, ja. Eine GoPro ist ja so klein. Eine GoPro darfst du mitnehmen, ne? Ja. Mhm. Okay. Habe ich selber auch schon mal mit reingenommen. Ich habe immer mit Handy. Reicht eigentlich auch mittlerweile. Ich nehme nicht mal die Kamera mit nach Deutschland, weil das dämliche Telefon, also zumindest für diese Zwecke, super Bilder macht. Ist eigentlich deprimierend. Ich liebe Kameras, aber naja. Ja, ich weiß, die ich sehe die ja viele im Stadion immer mit der Pro, die halten. Aber die dürfen keine Stange mitnehmen reinbringen, ne? Zum Halten, ne? So wie ich das gelesen habe, ja, diese Haltung darfst du nicht mitnehmen, richtig. Weil angeblich gefährdest du damit die anderen Leute, weil du die schlagen möchtest oder so, weißt du? Ja, da würde ich aber eine andere Stange nehmen, keine GoPro. Aber darf ich dir sagen, aber eine Fahne zum Schwingen, die Stange, die darfst du ja reinbringen, ne? Das sind manchmal Regeln, da packe ich mir am Kopf. Aber egal, ich habe mein Handy, mache das immer mit Handy, kann ich wieder wegpacken, hast du deine Ruhe und fertig. Ja, das Schöne ist, du kriegst halt ein schön ruhiges Bild mit der, aber die GoPro 9, die hat ja integriert ein Gimbal praktisch, also digital. Da kann ich das auch mitmachen, da brauche ich keinen Dingsbums. Marco fragt, Stefanidis, glaubt ihr, Büskes lässt ein neues System spielen? Oh, gute Frage. Sehr gute Frage. Wir können wieder über das System diskutieren. Wahnsinn. Endlich. Endlich. Schwierig. Ich weiß jetzt nicht, wie der früher spielen gelassen hat. Ich könnte mir gut vorstellen, wir spielen mit einem anderen System. Könnte ich mir gut vorstellen. Was würdest du dir wünschen? 4-4-2. Oder ich habe noch mein Lieblingssystem, weil wir auch die Spieler dafür haben, 4-3-3 gegen Ingolstadt. Gegen Ingolstadt. Aber ich meine jetzt nur gegen Ingolstadt. 4-3-3. Bülter über links. Das finde ich auch geil. Bülter über links, Schulinov über rechts, in der Mitte der Rode. Ja. Salazar? Salazar im Mittelfeld. Salazar über rechts, über links Obiang, wenn er fit wäre. Wenn er fit wäre. Palsen als Zerstörer, weil du brauchst auf jeden Fall definitiv einen Arsch, der da für die anderen hinten alles wegkommt. Weil der Flick ist mir zu lieb. Der Flick ist zu lieb. Der grätscht nicht mal einen um oder haut dem auf den Fuß oder gibt ihm mal mit dem Ellbogen hier. Du kommst an mir nicht vorbei. Du brauchst einen Drecksack im Mittelfeld, der für die anderen die Drecksarbeit macht. Ja, ist so. Und jetzt in dieser Zeit brauchst du so einen Drecksspieler. Einen Drecksspieler für solche Spiele brauchst du. Dann in der Viererkette hätte ich gerne dann den Itakura mit Chao. Links würde ich dann Shalaloglu spielen lassen. Und rechts, ja. Wen würdet ihr rechts spielen lassen?
Rechts. Rechts, aktuell Recht. Rechtsverteidiger oder was? Freise. Ja, nochmal, wenn du mit einer Viererkette spielst. Ja, ich wen, hast Viererkette, du, wen hast du jetzt vorne links, ins Mittelfeld? Wen hast du jetzt vorne? Palzen als Sechser, Störer. Also, ja. Rechts Salazar, links Obiang. Nee. Was ist denn das für eine Obiang. Aufstellung? Was für eine? Hast du mal den Obiang Abwehr gesehen, wie schlecht der hinten in der Defensive ist? Der ist hast du das so schon mal gesehen? Der ist nicht so schlecht was? In der Defensive. Nein, den würde ich ganz was? Eiskalt auf die Linksverteidigerposition Nein. stellen. Links eiskalt. Offensiv ist da unsere Waffe. Ah. Gegen Ingolstadt. Nee. Ja, defensiv ist er mir zu schwach. Ich bin ehrlich. Defensiv ist für mich Obiang zu schwach. Guck mal, ein Christian Pannau oder ein Christian Fuchs, waren defensiv die auch nicht stark. Ja, aber die haben halt Flanken geschlagen, die sind nach vorne marschiert, die haben die linke Seite komplett beackert, das geht auch in einer Viererkette. Ja, wenn du eine richtig gute Innenverteidigung hast, dann kannst du auch einen Thomas Obiang links spielen lassen. Ich erkläre dir jetzt. Nee. Du hast links. Nee, pass auf, ich erkläre. Links hast du Çalhanoğlu. Davor den Obiang und davor hast du den Bülter. Du hast drei gute Linksspieler. Das heißt, wenn Çalhanoğlu geht, ja, okay. zieht sich Obiang in eine Viererkette zusammen. Du musst ja überlegen, taktisch überlegen. Hey, damit er sich ein bisschen ausruht, marschier du, ich ruhe mich aus. Hol mir die Puste für gleich. Du musst immer so ein bisschen taktisch immer überlegen, aber wie mache ich das? So, wer wie du funktioniert? Mir das jetzt, so wie du mir das jetzt erklärt hast, spielt er ja auch im Endeffekt auf einer Achterposition dann der Obiang. Links. Kennst du 4-3-3? Ja, 4-3-3 wäre für mich, also mein 4-3-3, was ich gerne spielen würde, wäre mit zwei Sechsern und einem Zehner. Ja, dann müsstest du 4-2-3-1 spielen. Sonst wirst du so löchrig. Das, ob das jetzt nach 4-2-3-1 oder 4-3-3 heißt, das ist, glaube ich, nicht entscheidend. Im Endeffekt sind alle Systeme fast gleich. Ja, nochmal, wie gesagt, so würde mein 4-3-3 würde so aussehen mit zwei Sechsern. Ich würde einmal den Brecher dahinstellen, den Paulson, und einen, der wirklich spielerisch einfach ein bisschen was mehr bringt. Ob das nachher, da kann sich Büskens einen aussuchen, ist mir egal. Ob da jetzt, wer da jetzt tatsächlich hinkommt, einer, der gut Bälle verteilen kann, haben wir eigentlich nicht so viele von. Ja? Wichtig für mich auf der Zehner-Position, Salazar. Nee. Salazar ist kein Zehner. Doch. Sorry, ich habe den jetzt so oft gesehen, da ist kein Zehner, der das Spiel machen kann. Er ist kein Spielmacher. Sorry, ich habe es gesehen. So oft habe ich mir seine Spiele gesagt, der ist kein Zehner. Der ist kein Zehner. Wer immer sagt, der ist ein Zehner, der macht, nein, ist der nicht. Sorry, das ist kein Zehner. Hast du schon mal einen Zehner spielen sehen? Wie der spielt Fußball, ein Zehner? Richtiger Zehner, der das Spiel lesen kann, der die Bälle verteilt, der die Bälle mal in eine Gasse spielt, in eine Schnittstelle, der mal das Spiel verlangsamt, mal hintenrum sich wieder den Ball holt. Salazar ist mit Dynamik. Der hat den Ball und der geht mit Dynamik auf die Spieler und dann vergisst er irgendwann mal den Ball abzuspielen, weil er sich wieder zu verdribbelt. Ja, ich mag den Salazar, seine Art und Weise, aber der ist kein Zehner. Da kann mir einer erzählen, was er will. Das ist kein Zehner für mich. Ist meine Meinung. Hey, hallo, wir müssen nicht alle gleiche Meinung haben. Nee, für mich ist das ein guter Zehner. Ja. Ich würde es auch mal versuchen. Ich fand das immer eine gute, also, ja. Der will auch selber Tore machen, aber ich finde aber doch, Salazar kann da gut ein bisschen Tempo und auch ein bisschen Unberechenbarkeit und auch ein bisschen Spielwitz reinbringen. Was hat er bei St. Pauli gespielt? Könnt ihr mir das mal sagen? Ich glaube, so eine Achterposition hat er, glaube ich, gespielt. Haben wir hier einen St. Pauli-Fan? Weil in St. Pauli hatte, glaube ich, 6 Tore plus 8 Vorlagen gegeben. War top. Aber ich würde gerne mal wissen, welche Position er bei St. Pauli gespielt hat. Zentrales Weil da hat er Mittelfeld. Sich wohl gefühlt. Zentrales Mittelfeld, also dazwischen. Ich weiß halt nicht. Vielleicht Lohne Wolf, der googelt jetzt für mich. Lohne, was hat er bei St. Pauli gespielt? Ja, hier da. Marco schreibt. Stell dir mal vor,
Bülter und Ovejan auf links. Das wäre wirklich der Hammer. Wirklich. Das wäre so geil. Ab, sowieso auch in der Formation. Ey, guck mal, wie viele Anspielmöglichkeiten der Zehner plötzlich hätte. Ja, wenn Ovejan aufrückt. Wenn Bülter schon da ist auf der linken Seite. Wenn auf der rechten Seite ein Chulinov zu finden ist. Wenn in der Mitte Simon Terodde steht. So. Mein Traumsystem, Leute. Mein Traumsystem. Auf einmal spielt Samstag, Sonntag 3-5-2. 3-5-2. Dann. Ja, ich habe das Gefühl auch, dieses 3-5-2. Glaubt ihr, dass er wird das System ändern? Oh, ich frage mal den Chat. Oh, so, glaubt ihr, dass Büskens... Pass auf, ich mache eine Umfrage draus. Genau, machen wir mal die Umfrage. Erst einmal die ist jetzt beendet. 90 Leute haben abgestimmt. 59% glauben noch an den Aufstieg mit Büskens. 41% nicht. Oh. Okay. Ja, ist, kann man auch verstehen, ne? Jupp. 6 jetzt Tore, bin 6 ich 6 gespannt. Das war das aber bei Pauli. Warum ist der denn dann gegangen? Der war ausgeliehen bei St. Pauli. Er war ausgeliehen bei St. Pauli. Frankfurt hat ihn zurückgeholt und dann hat Schalke zugeschlagen. Ach so. Okay. Und Schalke hat denn jetzt mit einer Kaufoption, ne? War das mit 600.000. Wenn wir nicht aufsteigen, 600 oder 500.000, genau. Und wenn du aufsteigst, kostet der 1 Million. Eigentlich guter Fang. Da glaube ich nicht. Also Lone Wolf meint, nee, wieder nicht. Also das System ändern, weil wir die Spieler fürs 3-5-2 geholt haben. Nö, ich traue denen auch ein anderes System zu. Der 3-5-2 ist ja auch nicht starr, wie ich das sage ich auch immer. Also, und wir haben Leute, wir können auch mit 3 vorne spielen. Also. Oder wie die Holländer immer gespielt haben früher. 3-4-3. Kennt ihr das System noch? 3-4-3. Von den Holländern früher? Mhm. Ja. Oh, könntest du auch spielen. Könntest du auch spielen. 3-4-3. Könntest du auch locker spielen. Bis dann, Vasili. Wer wird das System nicht ändern? Zeit ist zu kurz, um was Neues einzuspielen. Na, was heißt was Neues, ey? Wir bewegen uns im Profifußball. Jeder von denen hat bis zum Erbrechen in seiner Karriere Viererkette gespielt. Bis zum Erbrechen. Also... So neu ist eine Viererkette nicht für die Spieler. Dürfte nicht sein. Dürfte nicht, nein. Also, nee. Eigentlich, die Spieler müssten eigentlich fast jedes System spielen können. Weil wenn die von klein auf Fußball gespielt haben, müssten sie jedes System spielen können. Guck mal, ich habe nur Kreisliga bis Bezirksliga gespielt. Ich kann in jedes System spielen. Ob du mir ein 3-5-2 hast, 4-2-2, 4-3-3, ich kann dir jedes System spielen. So, weil als Fußballer musst du das können. Sorry, und wenn mir einer sagt, nee, ich kann das nicht. Einzigste, wo man sagen kann, die müssten sich erstmal einspielen, die Laufwege, die kennen sich jetzt ein Jahr. Jetzt müssen die da drauf. Und im Training habe ich ja gesehen, wo ich da war, dass sie die Viererkette die ganze Zeit trainieren. Die trainieren auch die Viererkette beim Training. Reise oder Fährmann, was denkt ihr? Da spricht was. 56% sagen gerade, denken, der ändert das System. Was war eigentlich von Büskens sein System bei, wo er Trainer war? Boah, du stellst Fragen. Hat er da auch, auch Viererkette? 4-4-2? 4-4-2? Meine ich, hat jemand gerade vorher schon mal geschrieben. Ach so, okay. Moflech, nicht für Francesco oder wie die Italiener, 6-3-1. Ey, früher haben wir immer defensiv gestanden, die Italiener. Ne? Jetzt spielen wir schön frischen, offensiv Fußball, die Italiener. Ne? Früher ist das immer Catenaccio. Du machst vorne ein Tor und dann parken die ganze Autos im Tor. Italien hatte immer die beste Defensive der Welt. Ne? Man darf es nicht vergessen. Ne? Italien ist bekannt für die beste Defensive der Welt. Jetzt haben sie die nicht mehr.
So, also ich finde ja, da jetzt nicht zur bevorzugten Formation. Keine Ahnung, verstehe ich. Finde ich jetzt gerade nicht. Hast du es eingegeben? Klar, Transfermarkt.de. Transfermarkt.de weiß alles. Achso, ich dachte, gibt es einen hier. Büskens bevorzugte Formation? Stellung. Missionar. Es ist Privatsache. Ja, gut. Frage an euch drei: Könnt ihr fürs Dreisel einen QR-Code erstellen und diesen dann in jedem Video bzw. Livestream anpinnen? Nein. So könnt ihr den Kanal auch durch die anderen Kanäle bekannter machen. Nee, wir müssen einfach auch ein bisschen auf den anderen Kanälen noch ein bisschen mehr Werbung machen für den Schalker Dreisel. Ich glaube, das sollten wir tun. Heute habe ich Video gemacht, da habe ich gesagt, schaut vorbei heute. Top. Ich mache nächstes Mal auch bei Dings TikTok und bei Instagram direkt Werbung einen Tag vorher. Gut. Gut. Hier steht System von Bujo, Lone Wolf, 442 beim Bujo System in Greuther Fürth. 442, ne? Ja, guck. 442 auch. Rowena sagt das, 442. Ja, siehst du, Greuther Fürth in der Nähe von Feucht. Ja. Ja, dann könnte möglich sein, dass wir am Samstag ein neues System spielen. 52% sagen, könnte möglich sein und 48% sagen nein. Da bin ich gespannt. Soll ich in Ingolstadt ein Plakat mit Schalke Dreisel hochhalten? Unbedingt, Fabi. Unbedingt. Schreib bitte bist drauf. Du im Stadion? Schreib bitte irgendwas Wildes drauf. Irgendwie der Schalker Dreisel grüßt Bujo. Bujo. Das wäre ja nicht verrückt. Piringer. Ja, geh mal weg, ey. Nee. Bitte, den brauchst du nicht grüßen. Oder schreib hier Schalker Dreisel. Schalker Dreisel. Freisel, halte meinen Unhaltbaren. Oder irgendwas. Sieg oder Spieler. Aber bitte schreib nicht Pizza mit dabei. Drachenlord. Das System muss jetzt schon trainiert werden. Ja, Mädel. Geh jetzt nach Hause Eis essen. Und dann auf der Couch. Ich habe keinen Bock mehr zu arbeiten. Also nicht hier, sondern... Keinen Bock mehr zu arbeiten? Also Bar, in der Bar jetzt. Ah. Ich habe aber alles schon, ich war ja wieder früh hier. Ich habe ja alles erledigt. Was warst du da? Heute 5.30 Uhr, gestern 5 Uhr. Oh, dann gehst du gleich heier, ne, oder? Ah ne, ist noch früh bei euch. Um 10. Ja, bei uns ist 4:30. Der Lone Wolf schreibt, der Schalker Dreisel begrüßt das 442-System. Mach ein Schild mit Asa, komm in den Schalker Dreisel. So. Jo, genau. Asa, wir wollen ein Kind von dir. Das, sag mal. Ja, wir könnten doch den Büskens mal einladen. Willst du ein Kind von Büskens? Büskens hat ich im Moment nicht, viel zu tun. Mach lieber Asa. Asa, der läuft so halb, ey. Der läuft so mit. Wie, der hat so viel zu tun? Der ist auch zu Hause die ganze Zeit. Ja, stimmt. Hast du gesehen bei Social Media, ne? Ja. Ich finde seine Videos immer cool auf Instagram. Schaut ihr die auch immer? Nee, tatsächlich. So selten. Selten, dass ich mal was ich sehe. Guck nur jedes Mal. Ich guck nur auf Nachrichten, die ich von Mullen kriege. Bei Instagram postet er, ich habe den nochmal geschrieben, den Bujo, wegen des Trikots damals. Hm. Und der hat mir ja den Ratschlag gegeben, dass ich bei Schalke da anrufen sollte und so. Und bei Instagram postet er immer nach dem Spiel, sitzt er dann nach dem Spiel auf der Trainer, auf der Bank noch und dann sagt er immer kurze Statement. Fand ich geil, aber letzte Zeit hat er das nicht mehr gemacht so.
Entschuldigung. Ich schaue mir das immer wieder gerne. Entschuldigung, ich musste gerade lachen mit Lone Wolf. Der Schalker 13 begrüßt das 442. Finde ich gut. Der ist gut, ne? Der ist gut. Fabi sagt, das wäre eine Sache, ja. Jo. Ja, komm, wir machen Feierabend, wa? Ja. Es war wieder schön gewesen. Es war wunderschön. Es hat Spaß gemacht heute. Ja, ne? War auch. Die Leute waren auch. Was jetzt noch wichtig ist zu wissen, dass wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, lasst jetzt auf jeden Fall ein Abo da. Denn hier bekommt ihr jeden Mittwoch diesen wunderschönen Schalke-Talk aufs Auge gedrückt, genau. Und deswegen, schaut auf jeden Fall regelmäßig vorbei hier, ne? Lasst nochmal einen Daumen nach oben da. Dankeschön für 105 Likes heute. Sehr, sehr geil. Danke für durchgängig mehr als 120 Zuschauer. Unfassbar. Danke für euren Support. Wirklich krass. Und nächsten Mittwoch. Dann. Wenn wir das von Flur feiern. Wenn wir das 5-0. Dann wird das heiß. Ob 5-0, hier, der da. Der, ist das richtig? Zeige ich das richtig? Nee, ich bin in eine andere Richtung. Da, warte, warte. Da, so? Zeig doch nicht mit nackten Finger auf angezogene Menschen. Oh, ich bin nackt halt. Also unter, hier. Hier, der da. Der, ja, ne, ja. Der da. Der, ja. 0-5. 0-5. Ja. Dann, der da unten. Nimmt mein Ergebnis 1-4. Richtig? Ja. Mhm. Und ich 1-3. Und dann werden wir diskutieren. Ich hoffe, dass wir die 3 Punkte holen, weil ansonsten sitzen wir dann alle. So da. Das wird lustig. Nächsten Mittwoch einschalten. 20.30 Uhr wieder live auf unserem Kanal. Sagt vielen Leuten Bescheid. Sagt euren Freunden. Sagt, da sind 3 verrückte Schalker, die gerne über Schalke reden. Die Oma soll auch gucken. Die sind nie einer Meinung. Genau. Oma muss auch gucken, hör mal. Ja. Ja. Die Oma, ja, sie hier. Ja. Schön beim Abendessen, als euch Dschungelcamp anzugucken, guckt lieber bei uns, ist interessanter. Mhm. Ja, war langweilig dieses Jahr. Ja. Ja. Ich habe sowas, ich gucke sowas nicht. Ich auch nicht. Ey, wollt ihr noch was wissen? Ganz kurz. Ja, sag mal. Real Madrid dreht gerade ein Spiel und zurzeit sind die weiter. Nein. Die eine Firma gegen die andere. Toll. Mich freut es aber für Francesco. Also wenn er sich freut. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich für gar keine Mannschaft, weil ich gucke nur so. Achso, ja gut. Ich gucke nur so. Meine Mannschaft spielt erst morgen. Juventus. Nee, nicht morgen. Nächste Woche. Entschuldigung. Nächste Woche. Na gut. So, wir wollten schon vor ein paar Minuten, wollen wir schon aufhören? Wollen wir aufhören? Was haltet ihr davon? Hm? Andreas, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ich gehe gleich essen. Gut. Stimmt, habe ich vergessen. Ich muss gleich essen gehen. Ich gehe gleich essen, hab's vergessen. Das ist gut. Ich gehe gleich essen, hab's vergessen. Damit. Ich sag schon mal Dankeschön. Macht an den ganzen Leute. Chat. Ciao, ciao. Bis tschüss. Nächsten Mittwoch. Ciao. 20.30 Uhr.